Disclaimer. Liebe ZuschauerInnen, dies ist eine inoffizielle Fanmade Pen and Paper Rollenspielrunde. Alle Beteiligten sind Laien und keine SchauspielerInnen. Die Geschichte wird fiktiv und absolut spontan, ohne festes Skript gespielt. Die Runde wird so gespielt, wie die SpielerInnen es gerne mögen. Diese Art, das jeweilige Spiel zu spielen und oder die Spielwelt zu erleben, kann von deinen Erfahrungen und Erinnerungen teils erheblich abweichen. Lass uns unsere Erlebnisse. Wir laden dich ein, sie mit uns neu zu erfahren. Solltest du Handlungsstränge erkennen, bitten wir dich, wenn es denn unbedingt sein muss, diese nur mit Spoilerwarnung zu kommentieren. Beim Spiel kann es zu Thematisierung verschiedenster Ismen kommen. Sollte dich eine Thematik oder eine Verhaltensweise stören oder triggern, bitte achte auf dich selbst und spule vor, zurück, überspringe eine Folge oder schaue etwas anderes. Aber bitte, quäle dich nicht mit dem, was wir hier tun. Denn diese Runde soll sowohl für SpielerInnen als auch für euch ZuschauerInnen zur Unterhaltung da sein. Auch und gerade bei Themen, die schwierig sein können, bitten wir dich absolut zwischen gespielten Charakter und SpielerInnen zu unterscheiden. Alles ist fiktiv, nur ein Spiel. Fühlt euch frei, Charaktere oder Plotlines zu mögen oder nicht zu mögen, aber übertragt diese Gefühle niemals auf SpielerInnen. Vielen Dank und nun viel Spaß mit der Runde. Und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder Splitterdämmerung und aus diesem Zyklus das Abenteuer Träume von Tod. Das Intro zaubert immer ein Lächeln in Seras Gesicht. Das ist doch schön, wenn das so einfach geht. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Heute bin ich natürlich wieder nicht alleine, sondern ich habe hier Sierra mit dabei als Mora, die Schmugglerin. Hallo, schönen guten Abend. Und ich habe dabei Elanor als Ilena, die Amazone. Andra zum Große. Guten Abend. Dann haben wir den Kako dabei, der spielt Osko, den Pereine-Novizen. Pereine zum Große. Der Marot spielt Jandrik, den Golgariten, der nicht geweiht ist. Hallihallo. Und last but not least haben wir Ozzy mit dabei, der spielt Astanio, den Weißmagier. Freies zum Große, schön, dass ihr da seid. Ja. Für die, die irgendwie zwischendurch reinschalten und nicht wissen, was das hier ist, davon sich gleich fragen, welches System wir spielen. Wir spielen mit dem System aus dem schönen Regelwerk Aventurische Meisterschaft. Und daran gibt es ganz viele verschiedene DSA-Alternativregeln, unter anderem DSA mit Inra-Karten.
Das System nutzen wir im Groben, allerdings haben wir eigene Karten, ein eigenes Kartenset und nutzen nicht das DSA-INRA-Kartenset. Keine Ahnung, beim letzten Mal habe ich es auch erklärt und da habt ihr keine einzige Karte gezogen, glaube ich. Aber mal gucken, ob wir heute eine Karte ziehen müssen oder nicht. Apropos beim letzten Mal waren wir im Lager angekommen, nachdem die Gruppe den Todeswall zerstört hat, quasi, und den mittelreichischen Truppen zum Sieg verholfen hat, was die allerdings noch nicht richtig begriffen haben anscheinend. Im Lager gibt es verschiedenste Dinge zu klären. Osko ist auf einmal wieder, im Heimatschoße seines Ordens angekommen und anstatt irgendwie nur ein Koch zu sein, auf einmal im vollen Ornat dabei. Mora hat alte Bekannte wieder getroffen, denen sie zur Flucht verholfen hatte. Astanio hat viel Probleme bekommen beim letzten Mal, weil er sich gestellt hat als Fahnenflüchtiger, weil er damals als Hauptmann der Bailunker Seegarde Fahnenflucht begangen hat, als die dunklen Horden Bailung angefangen haben anzugreifen. Und Elena ist als Amazone erkannt worden und wird mit viel Respekt behandelt. Die wissen alle nicht, was Elena irgendwie auf dem Kerbholz hat. Aber naja, ist auch vielleicht besser so. Und Jandrik hat auch alte Freunde wieder getroffen, seinen Ausbilder und Lehrmeister und einen alten Freund, den er noch von früher kennt, der eben auch in dem Golgaritenorden dient und auch geweiht worden ist. Jandrik ist ja als einziger seines Lehrjahrgangs quasi damals nicht geweiht worden. Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? So. Der hat sich ganz gut gemacht inzwischen. Jandrik hat herausbekommen, dass er inzwischen Leibgarde von der Schwester des Marktgrafen ist. Der Marktgraf, der Rabenmark, ist ebenfalls Golgarit. Und auch die Schwester des Marktgrafen ist im Golgaritenorden dabei. Die gute Vestalia. Genau, und Astanio ist dann verhört worden, weil er sich gestellt hat von einer Magierin von Halike Rattel, die dem Informationsinstitut zu Romilis angehört, das einen nicht wirklich fragwürdigen Ruf hat, sondern es ist ja eine Akademie mit Verbindungen in die Tiefen des mittelreichischen Geheimdienstes, kann man mal sagen. Also es ist nicht selten, dass Magier von dort im Geheimdienst tätig sind. Und die hatten Astanio ein bisschen durch die Mangel gedreht und hat ihm aber auch dazu verholfen, dass er sein Augenlicht wiederbekommen hat und auch wieder magische Kräfte zurückbekommen hat. Und hat ihm aber auch in Aussicht gestellt, dass er jetzt wohl eine Verhandlung über sich ergehen lassen muss. Und Astanio darf einen Verteidiger wählen und hat Jandrik gewählt, wovon der allerdings noch nichts weiß. Der weiß noch nichts von seinem Glück. Jandrik ist eigentlich gerade dabei, jemanden zu suchen, der mit ihm einen trinken geht. Da ich nicht genau weiß, wo ihr spielt in der Kampagne, kann es gefährlich sein, für mich schon da was vorher zu erfahren. Das ist nicht wirklich eine Kampagne, die Splitterdämmerung. Es ist ein loser Abenteuerbund. Also die hängen nicht wirklich miteinander zusammen, die Abenteuer. Also einige schon, zum Beispiel Träume von Tod, was wir jetzt spielen, und die Seelenernte. Aber wenn du Firuns Flüstern oder so spielst, dann das hat mit diesem Abenteuerstrang hier überhaupt, also fast gar nichts zu tun, außer dass es da auch um einen Splitter der Dämonenkrone von Bomberat geht. Allerdings um einen anderen als hier. Diese Abenteuersammlung springt auch ganz wild in den Zeiten und Orten hin und her. Wenn man das als komplette Kampagne spielen will, dann hat der Meister da aber einiges zu tun, um das in eine vernünftige Reihenfolge und erklärbare Wege zu leiten, wie man da durch Halbaventurien reist.
Also ich denke nicht, dass du dich da für dein Abenteuer spoilerst. Genau. Allerdings könnte es sein, wenn ihr die Bauberat-Kampagne spielen wollt oder gerade spielt, dass ihr hier einiges erfahrt aus zum Ausgang der Kampagne. Ich habe ja gerade schon was dazu gesagt. Und da müsstet ihr dann ein bisschen aufpassen. Oder es ist halt euch egal. Weil wir spielen nun mal in der Zeit, die direkt 17 Jahre nach dem Bauberat-Vorfällen passiert ist. Das heißt, man hat da einiges, man hat zu tun mit dem Outcome quasi. Fällt das deutsche Wort für Outcome nicht ein. Kennt ihr das, wenn ihr englische Wörter eher kennt als deutsche? Das ist irgendwie mehr komisch. Ja, der Ausgang von Dollard der... Dollard Power ist auch da. Vielen, vielen Dank, Dollard Power, nochmal für deinen tollen, zusammenfassenden und lobenden Kommentar unter dem letzten Video. Da kann ich jetzt auch nochmal was zu sagen. Normalerweise ist ja bei mir immer so, ihr guckt ihr jetzt live und wenn ihr das nicht schafft, live zu gucken, dann guckt ihr es auf YouTube nach. Das könnt ihr natürlich immer machen. Für diese Runde könnt ihr allerdings auch die Runde als quasi Hörspiel nochmal hören, denn ich bearbeite die Runde immer im Anschluss noch. Das dauert dann halt auch mal meistens noch 1-2 Wochen oder so, bis die dann rauskommt. Und dann als Podcasts hören. Und bei der letzten Folge ist es besonders, weil da habe ich nämlich den Anfang geändert. Also diesen Anfang, wo die SpielerInnen die Kopfhörer abnehmen mussten und nicht wissen dürften, was passiert. Also es ist grob dasselbe passiert, wie auch in unserer Live-Session. Aber ich habe das Ganze noch ein bisschen anders verpackt und so. Also es lohnt sich da vielleicht auch mal in den Podcast reinzuhören. Tut es eh, weil es ist halt irgendwie eine saure Arbeit, das immer noch zu bearbeiten. Und ja, ich schneide dann immer alles raus, was wir versuchen ja schon die ganze Zeit IT zu bleiben, aber ich schneide immer alles raus, was trotzdem noch irgendwie in die OT-Blase kommt. Ja. Also ruhig mal reingucken auf den üblichen Seiten Spotify, iTunes, oder auf der Koala-Homepage www.derkoali.de, kann man sowieso immer mal gucken. Und Daunels Frauchen hat reingehört. Das ist aber schön. Ich wusste gar nicht, dass Daunel ein Hund ist oder so. Verzeihung, das musste gerade raus. Ja, Meister Umbreon ist da, das freut mich auch. Ja, sehr cool. Ja, okay, dann sage ich nochmal ganz kurz vorweg, für die, die nicht so häufig hier bei der Splitterdämmerung mit reingucken, wir gehen gleich in Medias Res, in die Rabenmark hinein. Dann bleiben wir hoffentlich die meiste Zeit IT. Das heißt, wir werden dann auch nicht sonderlich gut auf die Kommentare eingehen können zwischendurch. Und habt bitte Verständnis, dass wenn ihr was schreibt, also ich lese das alles, und vielleicht beantworte ich auch das eine oder andere schriftlich, wenn ich das kann. Aber ich bin meistens auch dann so involviert in die Geschehnisse, dass ich da nicht so viel drauf achte, wie in anderen Runden ich das schon gemacht habe. Gut. Habt ihr noch irgendwas zu erzählen zum letzten Mal oder irgendwas, was ich vergessen habe? Kleine Erinnerung, du musst die Aufnahme noch starten. Stimmt, das ist gut. Danke, dass du mich daran erinnerst. Recording in progress. Guck mal. Super, ne? Okay. Ja. Gut, wenn man eine Sierra dabei hat. Hätte ich nämlich echt vergessen. wir kriegen übrigens noch von Sternstunde noch ein Lob für den Podcast. Vielen, vielen Dank. Okay, dann gehen wir in die Rabenmark hinein. ...1037 nach Bosporans Fall. Die Rabenmark ist immer noch getrennt in Ost und West durch die Ereignisse der Borberat-Krise. Aber ein Heer des Mittelreiches hat sich aufgemacht, den Todeswall, der Ost und West getrennt hat, zu überwinden. Und sie haben es tatsächlich geschafft, die großen Skelett- und Zombie-Horden, die als Verteidigung aufgefahren wurden, zu durchbrechen und den Todeswall zum Einsturz zu bringen. Nun lagert das Heer
bestehend aus Truppen aus den verschiedensten Grafschaften und Städteverbünden des Mittelreichs, gemeinsam mit den vielen Soldaten des Golgarithenordens und sogar einigen wenigen Kämpfern der Praios-Sonnenlegion. Kurz vor dem Todeswall in einem Heerlager. Wir sehen viele Zelte. Und wie wir beim letzten Mal schon erfahren haben, sind in diesem Heer viele bekannte und berühmte und hochgestellte Menschen versammelt. Alle vereint in dem Anliegen, die Ostrabenmark zu befreien. Und dennoch unterschiedlicher könnten die großen Anführer nicht sein. Alike Rattel für die Magier aus Romelis, Gernot von Mersingen, der Marktgraf der Rabenmark, Ukurian Berningard als Vertreter der Sonnenlegion, Perdan, der Vertreter des Dreinschwesternordens und Oskos, neue Bekanntschaft und neuer Bezugspunkt. Und so viele andere Hauptmänner und hochgestellte Soldaten, die besonders Astanio und Jandrik erkennen, Jelena auch, weil sie sich mit den Abzeichen und den Rängen im Soldatentum auskennen. In der Mitte zwischen den Lazarettzelten und den Behausungen und Zelten der normalen Soldaten ein großes Feuer, um das sich nun einige Leute geschart haben. Ein paar der niederen Soldaten haben eine Fiedel ausgepackt und haben auf den Sieg schon angestoßen mit brackigem Wein, den sie irgendwoher besorgt haben. Mittendrin unsere Helden, zumindest Osko, Mora und Jandrik. Astanio und Elena etwas abseits, später kommend, gerade erst zu der ganzen Situation hinzutretend. Elena hat den Auftrag bekommen, auf Astanio aufzupassen, der das Lager nicht verlassen darf. Jandrik und Mora haben sich schon etwas mehr in das Geschehen eingefunden und feiern mit einigen Soldaten. Und Osko hatte sich ein bisschen noch um die Lazarettzelte gekümmert und hat festgestellt, dass seine Fähigkeiten als Heiler doch gebraucht werden hier. Und dass er mithalten kann mit den Heilern und Fälschern, die hier sich um die Verletzten sorgen. Schnell bist du nicht mehr darauf angewiesen, dass man dir Anweisungen gibt, Osko. Und trotzdem schickt dich die oberste Fälscherin aus dem Zelt, in das du hineingegangen bist, weg, nachdem du ein paar Leute versorgt hast. Ich erkenne, dass ihr einer von den Aufgegriffenen seid. Ich danke für eure Hilfe, Bruder Osko, aber wir kommen jetzt wirklich zurecht. Ihr habt so viel getan hier. Dankeschön. Wenn ihr das meint, dann nun gut, aber solltet ihr noch einmal Hilfe brauchen, meldet euch. Natürlich. Ich werde nach euch schicken lassen, wenn wir. Aber eigentlich sind jetzt auch mal irgendwann alle versorgt. Zumindest hier in unserem Zelt. Dank euch. Nun. Hoffentlich. Zögert aber nicht, falls jemand Hilfe braucht. Ich suche dann meine Freunde. Ja, ich sage Kasmine Bescheid, dass ihr geht. Nun gut. Dass ich euch weggeschickt habe. Alles klar, gut. Na gut, dann wünsche ich euch noch viel Erfolg bei eurer restlichen Arbeit. Vielleicht kümmert ihr euch noch um den Arm von eurer Freundin. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja. Dafür müsst ihr aber erstmal finden. Ich glaube, dort entlang.
Wenn Osko aus dem Zelt heraustritt, sieht er halt auch das sich anbahnende kleine festliche Geschehen in der Mitte des Zeltlagers. Jandrik und Morga kannst du im ersten Augenblick nicht sehen, aber da sie etwas abseits sind und gerade auf das Geschehen zulaufen, sind Astanio und Elena relativ gut sichtbar. Osko steht einige Momente erstmal am Rand, beobachtet das ganze Geschehen. Nun gut. Und dann geht Osko auch auf Astanio und Elena zu. Oh, du siehst, wie Astanio und Elena Hand in Hand dir entgegenkommen. Ja. Osko winkt auch. Ah, hallo! Ah, hey, Osko, ich habe dich erst nicht erkannt. Du siehst so anders aus in deiner Probe. Das ist ein bisschen ungewohnt. Für mich immer nur. Osko guckt an sich runter. Ist auch gefühlt etwas groß, aber immerhin. Wie geht's dir, Elena? Ganz gut. Die Schulter zwickt noch, aber das wird sich schon noch geben. Nicht das erste Mal. Soll ich da mal drüber schauen? Ich meine. Aber nicht hier. Ja, klar. Wo sind denn Mora und Jandrik eigentlich? Oh, gute Frage. Ich habe sie nicht mehr gesehen, seit wir. Also Mora habe ich nicht mehr gesehen, seit wir aus dem Schlachtfeld getrennt wurden. Und Jandrik ganz kurz, bevor wir mit der guten Magistra Magna weggegangen sind. Aber wo sie jetzt sind, kann ich dir nicht sagen. Wir sollten Jandrik auf jeden Fall finden. Er hat eine Aufgabe zu erledigen. Ja. Das ist bestimmt eine gute Idee, ja. Wo fangen wir an zu suchen? Hat der Jandrik nicht irgendetwas von Feiern geredet, bevor wir gegangen sind? Oder hab ich mich da verhört? Hast du nicht. Nein, er wollte sich Wein besorgen oder irgendwie sowas und noch. Ja. Wo ist denn hier denn, wo ist denn hier das Vorratslager? Also da, die Lena deutet auf das Feuer, was vielleicht nur so 5 Schritt weg ist. Da geht es gerade ordentlich zur Sache an dem Feuer. Vielleicht können wir ja da mit der Suche anfangen. Du wolltest doch dir meine Schulter noch anschauen? Das können wir machen. Ja, sollen wir da uns... ins Lazarett vielleicht? Das ist gerade sehr voll, aber... Ich können wir bestimmt etwas. Nicht hier aus. Natürlich. Osko winkt ab. Natürlich nicht. Müssen die jetzt nicht haben. Ich ziehe schon genug Aufmerksamkeit auf mich. Ich kann mit der Schwester reden. Vielleicht können wir ein bisschen Platz machen. Nimmst du das als Kompliment? Wirft der Astanio etwas bösen Blick zu. Astanio grinst dich einfach nur an. Kriegst einen Knuffer in die Schulter. Dann komm mal mit. Ja. Die Lena folgt Osko, dass sie sich die Schulter angucken kann. Ja, Astanio steht dann etwas verloren da. Willst du nicht mitkommen? Ja, ich soll mitkommen. Die Lena wirft dir so ein vielsagenden Blick. Du kannst vom Lazarett warten? Ist es egal. Astanio trotzdem. Ist auch wohl, du musst mitkommen. Ich Lena muss pack dich am Arm. Du musst mitkommen, komm. Ich darf dich nicht aus den Augen lassen. Astanio wird plötzlich purpurrot im Gesicht. Elena packt ihn also am Handgelenk, oberhalb am Handgelenk und zieht ihn mit. Stell dich nicht so an. Osko schaut zurück. Hat so ein kleines verschmitztes Lächeln im Gesicht. Kommt ihr beiden jetzt? Ja. Ja, ja. Ich hab's schon immer gewusst. Das ist ich. Bitte? Was ist, alter Mann? Er hört dir schlecht? Leg's nicht drauf an. Leg's nicht drauf an, Asko. Was denn? Du weißt, wie er reagiert manchmal. Ich glaube kaum, dass er sich hier zwar hier einen Ausraster leisten will, aber... Dann kriegt der Junge noch mal von mir einen Arschtritt.
Gut, dann. Ja, Osko geht vor zum Lazarett. Würde einmal die Plane, die er wahrscheinlich davor noch vorhin einmal zur Seite ziehen. Schwester? Ja. Es tut mir leid, dass ich sofort wieder stören muss, aber meine Freundin, ich möchte mir nochmal ihre Schulter ansehen, würde dafür kurz eine Ecke vielleicht des Lazaretts nutzen. Sicher. Ich danke euch. Ja, Oskar schlägt dann die Plane weiter auf und komm rein. Ja, Milena geht rein und zieht Astani mit sich. Soll ich dich vielleicht draußen warten? Soll dich nicht aus den Augen lassen. Das Talio lässt sich mitziehen. Männer, echt. Ja, Osko führt dann die beiden einmal durch das Lazarett mit gebührendem Abstand an den Feldbetten vorbei, wo wahrscheinlich noch einige Verletzte liegen werden. Ich dann in eine Ecke und dich, Elena, er deutet dann auf dich, setz dich ruhig, ich komm gleich. Ich muss nur einmal kurz die Hände waschen. Kannst dich einfach rumdrehen, Astani, und sehe ich dich noch, wenn du vor mir stehst. Musst du es dir nicht angucken. Astani tritt vom einen Fuß auf den anderen. Nun gut. Osko krempelt die Ärmel seines neuen Ornats hoch, taucht die Hände in das Wasser und reinigt sie sich einmal gut. Gut, dann wollen wir uns deine Schulter mal ansehen. Astanio dreht sich demonstrativ um. Ja, Elena zieht halt den Arm aus der Schlinge. Bitte sehr. Herr Heiler. Danke, Frau Amazone. Elena reicht, bitte. Es muss nicht an die große Glocke gehängt werden. Ich habe Osko auch. Und Osko berührt dann ganz vorsichtig deinen Arm und prüft, inwieweit deine Bewegungseinschränkung quasi vorliegt oder nicht. Nee, das tut weh. Das hier oben ist doch die ganze Schulter. Wenn du den Verband abnimmst, ist auch noch total grün und blau. Weil Ja, aber prüfe, wie weit es geht. Nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Die Werte. Geweihte Schwester Kersemine meinte, ich hätte da noch Wochen was von. Vermutlich, ich freue mich jetzt schon drauf. So wie ich dich kenne, wirst du es schon. Magier dazu, oder was zu richten. Moment. Du willst, dass ich was mit Magie an dir richte? Sag mal, ich sagte irgendwas im Todesfall mit dir passiert? Ich sagte einen Magier. Das musst nicht du machen, wenn du nicht willst. Bist du krank? Nein. Aber wenn du schnell wieder einsatzbereit sein musst, ist ein Magier, der dir dann zum Beispiel deinen gebrochenen Arm, den ein Dämonenlord dir zerschlagen hat, der den magisch heilt, gar nicht mal so unpraktisch. Wenn ich vor einem halben Jahr die blauen Flecke weggezaubert hätte, die ich dir verpasst habe während der Kampfübung. Blaue Flecke sind keine Verletzung. Das ist eine Verletzung, weil es mich in meiner Kampffähigkeit einschränkt. Frauen. Magier, Männer. Kann ich ja genauso sagen. Kannst du jetzt bitte stillhalten? Ich muss noch ein bisschen. Ja. Ah, nicht so fest. Aua. Okay. Gut. Da hat die Schwester auf jeden Fall recht gehabt. Da wirst du noch einige Zeit was von haben. Wenn wir allerdings in einigen Tagen aufbrechen sollten, sollte sich das entweder nochmal ein Geweihter anschauen oder vielleicht nochmal ein Magier. Ansonsten, der Verband ist auf jeden Fall gut soweit. Ansonsten kann ich dir nur empfehlen, wenn du an Arangen kommst, probier etwas vom Saft aufzunehmen. Der wirkt durchaus belebend. Was für ein Kraut? Das ist kein Kraut, das sind Früchte. Früchte ungefähr so groß und haben so etwas von einem hellen Rot und schneidet man sie auf, ist ihr Saft süßlich und rein. Und wenn du den Saft trinkst, dann führt er dazu, dass du dich zumindest in Teilen besser beleben kannst, also besser bewegen kannst. Wenn du mir was besorgen kannst, ich habe davon kaum eine Ahnung. Dafür waren andere zuständig damals.
Die ist ja ein bisschen mehr aufs Kanten. Ja, ich verstehe. Und sollte ich keine bekommen, dann probiere einfach dir von den anderen Leuten hier, also von der, bevor die Lauchsuppe gemacht wird, dir ein Stück davon abzuschneiden, ist das ein ganz typisches, piranha-gefälliges Kraut. Okay. Lauch gegen Schmerzen. Nein, nicht gegen Schmerzen. Gegen Schmerzen hilft das nicht. Es hilft etwas gegen die Bewegungsbeeinträchtigung. Die Schmerzen werden erstmal bleiben. Vielleicht kannst du ja etwas Wein organisieren. Draußen? Ja, wir sollten gleich auf jeden Fall mal nach draußen gehen. Ja, gut. Und ansonsten, ja, den Arm ruhig halten oder wie ist die weitere Anweisung? Ja, auf jeden Fall. Der Arm sollte weiter fixiert bleiben. Nah am Körper, vielleicht über dem Herzen halten. So, mir ist das da unten lieber. Dann habe ich hier mehr Bewegungsfreiheit. Das ist schließlich die linke, nicht der rechte. Es sollte am besten eher fest am Körper bleiben. Ja, setz mich. Ai! So. Okay. Das ist fest. Ja, ich krieg noch Luft, danke. Das ist gut, ansonsten wäre schlecht. Dann könntest du auch gleich hier bleiben. So, aber mehr kann ich jetzt gerade auch nicht tun. Ist okay. Na gut. Zieh ich mich wieder an? Ja, bitte. Dann raus. So, ich bin wieder angezogen, Astanio. Astanio trottet euch stumm hinterher, wie ein kleiner Junge. Wie sah das ganze Geschehen am Lagerfeuer denn aus bei Jandrik? Wie? Ihr wollt mir allen Ernstes sagen, dass ihr Mora nicht kennt? Fragt Jandrik gerade den Trupp Soldaten, mit denen die beiden einen trinken. Sie sitzen da im Lagerfeuer. Das eine oder andere Glas ist schon gegangen. Und nun schaut er die Männer auffordernd an. Jandrik, lass gut sein. Milady, unmöglich kann ich das so stehen lassen. Die Herren kennen euch nicht, das ist unvorstellbar. Mora Wallrand ist eine der bekanntesten, gefährlichsten und schlauesten Assassinen, die es überhaupt... Jandrik, jetzt übertreib mal nicht. Ich Quatsch. Assassine? Ich bin... Meuchelmörder. Händlerin. Händlerin. Das würde eine gute Meuchelmörderin sagen. Natürlich würde sie das sagen. Eine gute Meuchelmörderin würde selbstverständlich niemals behaupten, dass sie eine Meuchelmörderin ist. Sie würde sagen, ich bin Händlerin oder Kräuterfrau oder irgend so etwas. Aber Jungs, ihr solltet vorsichtig sein. Es heißt nämlich, sie könnte nur mit dem Wimpernschlag ihrer Augen töten. Prost. Und schon ist mein Ruf ruiniert. Naja dann, wie immer, Prost. Jandrik. Alle rücken so ein bisschen von Mora weg. Jandrik lächelt dich mit einem breiten Lächeln an. Mora hat auch schon den einen oder anderen Becher geleert und kann auch nicht anders, als zurück zu lächeln und den Kopf zu schütteln. Ist der Ruf erst ruiniert. Lebt es sich ganz ungeniert, oder wie war das? Ja. Gut, dass hier niemand meinen Namen kennt. Hoffe ich jedenfalls. Und darauf trinke ich jetzt noch ein. Darauf und dass wir hier sind, nicht wahr? Wow. Wahnsinn. Irgendwie unwirklich. Aber siehst du, es hat funktioniert. Sie versuchen dich nicht mehr anzugraben. Ein Gewinn. Ach, solche Kerle kann ich schon von mir abhalten, aber meistens ziehe ich sie auch gar nicht erst an. Das ist irgendwie ein Vorteil. Vielleicht will ich einfach auch nur meine Ruhe haben. Oder mich mal alleine mit dir unterhalten. Ja, vielleicht sollten wir das mal. Und sie guckt dich jetzt ernster an, als dir irgendwie bewusst ist oder als du einordnen kannst.
Ja, Jandrik schaut sie an, dann verändert sich seine Miene. Und jetzt fällt mir kein guter Witz ein, verdammt nochmal. Muss auch nicht, nein. Es ist... Ich will das jetzt nicht so übers Knie brechen, Jandrik, aber ich... Ich glaube, man hat mir Manieren beigebracht und ich muss mich, glaube ich, bei dir entschuldigen. Für was? Du musst gar nichts, Mora. Jandrik, du hast mir zweimal das Leben gerettet. Nein, habe ich nicht. Natürlich, ich kann auch bis zwei zählen. Verkauf mich nicht für dumm. Ich habe dir nicht das Leben gerettet, ich habe einfach das getan, was ich in dem Moment tun konnte. Dass das zufällig dein Leben retten war, war Glück. Du hättest genau dasselbe gemacht. Tatsächlich habt ihr mein Leben gerettet. Nicht nur der verrückte Alte. Auch du, Osko, ihr alle. Ich wäre ohne euch niemals hierher gekommen. Ich wäre niemals der strahlende Held, der ich heute bin zum Beispiel. Auch wenn das anscheinend niemand weiß. Strahlende Held, ja. Siehst du nicht, wie goldener Glanz von meinen Haaren strahlt? Na, natürlich, man sollte dir Orden verleihen. Mindestens. Viele. Nein, ich meine es ernst, Jandrik. In der Nacht, vor dem Ball, in der Dunkelheit. Diese Grube und alles, was danach geschehen ist. Irgendwie erinnere ich mich nicht mehr so daran, was wir da gemacht haben. Vielleicht lag es an dem riesigen Untoten, der uns beinahe zertrampelt hätte. Ja, vielleicht lag es an dem. Aber, ja. Und plötzlich ist Jandrik ein Stückchen näher gerückt und hält ihre Hand. Ich mein's ernst. Du musst gar nichts. Du musst mir nicht danken, nein. Wir sind Gefährten, oder nicht? Und das tun Gefährten. Sie helfen sich. Mora zieht die Hand zurück. Ich hätte dich da sterben lassen. Im Wall. Als du dieses viergehörnte Ungetüm bekämpft hast. Ich hätte dich dort verrecken lassen. Weil ich es in dem Moment für das Richtige gehalten habe. Und das wäre es auch gewesen. Ich bin da losgerannt in dem festen Glauben, dass ich sterbe. Mittlerweile weiß ich, dass ich unsterblich bin, aber das hat sich Boron ebenso für mich ausgedacht. Er schaut in Richtung Himmel mit einer entschuldigenden Geste. Ich muss ihn beeindrucken. Nein, mal ernst. Ich dachte wirklich, dass ich sterbe und wahrscheinlich hätte ich das auch sollen. Ich dachte auch, dass du stirbst. Und trotzdem... Und was hätte es gebracht, mir zu helfen in dem Moment? Was hätte das weitergebracht? Nur, dass du auch stirbst. Genauso habe ich auch gedacht. Genauso denke ich immer. Und was ist daran falsch? Wir alle haben verschiedene Rollen. Die Götter geben uns Aufgaben, je nachdem, in was wir gut sind. Ich zum Beispiel bin unglaublich gut darin, den Tag zu retten. Du bist sehr gut darin, wegzulaufen, siehst du? Jeder hat seine Aufgabe erfüllt. Ja, ich weiß nur, ich weiß nicht. Wenn du da unten gestorben wärst und wir alle hier wären ohne dich, dann hätte ich das gemacht, was Boron von mir wollte. Euch hierher ich gebracht, weiß nicht, den Wald zerstört. Ob ich dann noch in den Spiegel blicken könnte, weißt du? Es wäre das Richtige gewesen und trotzdem würde es sich unendlich falsch anfühlen. Du hast mir das Leben gerettet, du hast uns allen das Leben gerettet. Das hat und ich kalkuliere. Mann. Jedes Mal kalkuliere ich. Das ist eine Eigenschaft, die hat mir schon so unendlich oft das Leben gerettet, Jandrik. Das Kalkulieren. Das Abschätzen. Ich habe
widerliche Dinge getan. Und kalkuliert und abgeschätzt und bin durchgekommen. Immer wieder. Naja. Du bist ja nicht tot, also. Muss ich mich auch jetzt nicht fragen, was wäre, wenn? Nicht wahr? Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Aber die Wahrheit ist, jeder ist so, wie er ist. Und jeder muss mit dem, was er tut, klarkommen. Ich kann dir nur sagen, dass ich dir nichts übel nehme. Ja? Ich wäre da geblieben. Ich hätte dich gerettet, selbstverständlich. Das würde ich immer tun, weil ich so bin. Aber sind wir mal ehrlich, irgendwann wird meine Glückssträhne oder was immer Boron mit mir vorhat enden. Und dann, oh ja, dann werde ich sterben, aber das ist okay. Und du? Du hast vielleicht eine andere Aufgabe, das ist das, was ich gemeint habe. Ich hoffe, du hast recht mit dem, was du sagst. Natürlich, ich habe immer recht. Hast du das nicht gewusst? Ach, bitte. Und er schenkt dir nochmal ein. Naja, dann auf deine Glückssträhne. Und auf meine. Und auf meine trinke ich zweimal. Und auf dein Kalkül. Ich bin mir sehr, sehr sicher, wir werden es noch brauchen. Oh ja. Und sie blickt in dem Moment wieder Richtung Wall. Und ihr Blick wird wieder verbittert und irgendwie so kühl. Die Überreste des Walls sind noch sichtbar. Die eingefallenen Türme und Mauern zeichnen sich am Horizont ab, während die Sonne untergeht. Sag mal, wo sind denn die anderen eigentlich? Es wird schon dunkel. Ja, wahrscheinlich macht das Tanjo wieder irgendeinen Wahnsinn und brennt das Dorf nieder oder was weiß ich. Ich weiß es nicht. Ich schwöre dir, wenn er auch nur ein Feuer hier entfacht, dann mache ich ihn einen Kopf kürzer. Dann. Ich glaube, ja, das traut er sich hier nicht. Hier sind Mächte, Wahnsinnige, die selbst ihn übersteigen. Außerdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass irgendwas mit ihm los ist. Ich weiß es nicht genau, aber irgendwas stimmt nicht auf jeden Fall. Er war so, wie soll ich das sagen, kleinlaut? Kleinlaut? Ja, ich war überstanden. Reden wir vom gleichen cholerischen Magier, oder? Ja, rechthaberischen Besserwisser, der immer weiß, wo es lang geht. Ja, von dem. Ja, genau. Ich glaube, ich kenne den gleichen, dieser alte, grimmige Kerl. Ja, genau. Oh, aber Gott. Er wirkte irgendwie, als hätte er was ausgefressen oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte er nicht, dass ich es erfahre. Also muss es schlimm sein. Oder peinlich. Weiß, peinlich wäre toll. Du gönnst ihm auch nichts. Aber na gut, wenn ich mich jetzt umblicke, mir sagen diese ganzen Wappenröcke nichts, aber wer weiß, wen er hier getroffen hat, den er da doch kannte und nicht treffen wollte. Wir wissen es nicht, aber soweit ich Astanio kenne, werden wir es bald erfahren. Soweit ich Astanio kenne, werden es bald alle erfahren. Astanio, Elena und Osko sind nun sichtbar, als sie sich durch die Menge der Soldaten hindurch schieben. Elena wird besonders oft ein Becher gereicht. Sie nimmt da keinen von an, dazu danke, ich muss da drüben hin. Man hört irgendwie das Gemurmel, Amazone. Ich erzähle, wobei Elena nur halb gerüstet ist. Sie hat die Armschienen abgelegt, kein Kettenhemd an. Und sonst nur den Rock und die Beinschienen, sind nicht hier zugekommen, sich irgendwie umzuziehen. Also so nur. Und den Säbel an der Seite, das ist so das Verräterischste. Eine halbe Berühmtheit hier. Elena zieht ja den Mantel enger und
Verdammt. Gib's zu. Heimlicherweise freust du dich darüber. Naja, es ist schon interessant zu sehen, wie viel Respekt meinem Volk entgegengebracht wird. Ja, genau, es geht hier um den Respekt. Das da, du grinst. Tja, wir werden schnell merken, dass sie bei mir nicht landen können. Habe ich davor nicht irgendwie gerade Mora gehört? Irgendwas von ziemlich laut Magier. Kann man schon vorstellen, über was die reden. Ja. Und wir eben einen Besuch abstatten. Da ist der Grimmige. Wohl. Huhu. Ach da, oh. Guten Abend. Hi. Na, amüsiert ihr euch? Klar, ich habe schon vier... Vielleicht waren es fünf. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Okay. Der hat mir heimlich wieder eingeschenkt. So war's. Ganz heimlich. Ich bin nämlich ein berühmter Assassiner. Habt ihr das nicht gewusst? Ich dachte, ich bin die berühmte Assassinin. Stimmt. So war's. Noch ein Plätzchen frei? Klar, setzt euch. Ja. Wer von euch ist jetzt der oder die Assassinen? Alle. Er. Zweifelsfalle immer eher, ja. Okay. Mhm. Er war's. Elena zieht das Taunen mit runter. Alles okay mit deiner Schulter, Elena? Ja, tut halt weh, ne? Alter Mann, ich muss... ein paar Wochen nichts tun. Ich muss sagen, alter Mann, ich bin sehr beeindruckt, dass das Heerlager noch steht. Wir sind schon fast einen ganzen Tag da und es ist noch nichts in die Luft geflogen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Jandrik sieht, wie Astanio gar keine Miene verzieht bei dem Spruch. Was er aber auf jeden Fall erkennt, ist ein noch viel ernsteres Gesicht und nicht dieses lehrhafte Meistergesicht, was er sonst die ganze Zeit auf hatte, sondern ein wirklich ernstes Gesicht. Und eine gewisse Aura, die ihn umgibt, die so ein bisschen Autorität nicht verloren hat, sondern umgewandelt hat. Nicht in Form von Bestimmer, eher in Form von Wichtigkeit, die von ihm ausgeht. Mora knufft Jandrik so in die Seite. Da guckt aber einer grimmig. Richtig, als wäre er in einen Kothaufen getreten oder so. Einen großen. Sehr großen. Habt ihr noch einen Becher und was Wein über? Bestimmt. Wo war er noch? Moment. Und sie stolpert ein wenig am Lagerfeuer entlang. Mora da drüben, da ja, liegt ja. Er. Während Mora ihr den Weinschlauch holt, steht Astanio auf, geht zu Jandrik herüber. Wir zwei. Vier Augen. Und die Lena hebt sich und folgt beiden. Du kannst gerne ein bisschen weiter weg sein. Ich laufe dir schon nicht weg. Ey, ich möchte nicht zu weit entfernt von dir gesehen werden. Das wird auf uns beide zurückschlagen. Ich gebe dir den gebührigen Abstand. Keine Astanio, Sorge. Astanio, du bist ein hübscher Kerl. Überhaupt keine Frage. Aber ich bin hier gerade ein bisschen beschäftigt. Er schneidet dir das Wort mit einem wirklich vernichtenden Blick ab. Ja, und da kommt sofort die Ernsthaftigkeit in Jandriks Augen zurück. Er blickt ihn an. Okay, aber ich muss dich warnen. Ich habe vielleicht 2-3 Becher Wein getrunken. Er nimmt dir den Becher, den du gerade noch in der Hand hältst, aus der Hand und lässt ihn und flößt ihn sich selber ein in einem Schluck. Dann sind wir jetzt auf dem gleichen Level. Jandrik steht langsam auf, ein bisschen schwankend. Kannst du laufen oder soll ich dich stützen? Natürlich kann ich laufen. Gut. Und unweit vom Lagerfeuer, ein bisschen abseits, sodass gerade die Falten der Zelte die beiden verdecken, neben einem Fass mit sehr schalem Wein, baut sich Astanio auf mit verschränkten Armen. Du wolltest doch wissen, was los ist. Kann ich das zurücknehmen? Auf morgen oder so verschieben?
Ich glaube, du musst es jetzt wissen, damit du dich auf morgen vorbereiten kannst, Jandrek. Also, ganz bei all Ehren, aber außer es geht darum, morgen noch mehr Wein zu trinken und zu schlafen, weiß ich nicht, welche Vorbereitung ich jetzt noch... Aber ja, erzähl, um was geht's? Und Ostanio erzählt Jandrek seine wirklich jedes Detail seiner Geschichte vom Desertieren, von der Hexe, die ihn umgarnt hat und betrogen hat, den Alterungsfluch, den besten Freund, dem er den Gnadenstoß geben musste wegen der Magie, die ganzen Schrecken durch die Schlacht. Und so langsam wird Jandrek vermutlich dann auch klar, woher das ganze Verhalten von Ostanio gekommen ist, seitdem er ihn kennengelernt hat. Mit jedem Wort wird Jandriks Blick nüchterner. Er sagt kein Wort, er fragt nichts nach, er hört einfach nur zu. Hat selbst die Arme verschränkt, leicht defensiv steht er da. Verstehe. Ich habe mich heute gestellt. Natürlich hast du das. Morgen ist der Prozess. Und obwohl Frau Ratte mir versprochen hat, dass ich vielleicht nicht aus dem Magierzirkel ausgeschlossen werde, haben wir ein anderes Problem. Nach Kriegsrecht rollt morgen mein Kopf. Hast du an irgendeinem Punkt, an irgendwann zwischen all dem darüber nachgedacht, einfach nichts zu sagen, einfach mal die Schnauze zu halten und die Lüge weiterleben? Jandrek, du bist ein Golgarit. Ich glaube, du solltest als am ehesten wissen, dass das nur Probleme macht. Das mag ja so sein, aber das hier macht auch eine ganze Menge Probleme. Und eigentlich sollten wir hier gerade gefeiert werden, dass wir den verdammten Wall im Alleingang abgerissen haben. Niemand redet davon. Jetzt reden alle von was auch immer du vor 20 Jahren gemacht hast. Willkommen im Militär. Versteh mich nicht falsch, ich will das nicht abschwächen. Das klingt alles ganz schön übel. Richtig übel. Aber... Jandrek, ich habe ein Detail dir noch nicht gesagt. Ich habe ein Anrecht darauf, als Magier und als ehemaliger Hauptmann oder bald ehemaliger Hauptmann einen Verteidiger zu stellen. Okay. Das bist du. Was? Ich habe deinen Namen genannt. Was? Bei allen Göttern? Was? Wessen? Für was? Ostanio lächelt dich tatsächlich gerade sehr warmherzig an. Okay. Nur mal ganz kurz. Ich weiß, ich habe ein paar Gläser Wein getrunken und war gerade in einem ganz, ganz anderen Modus und wollte eigentlich ganz andere Dinge machen gerade. Aber was? Ich... Du hast morgen einen Prozess. Richtig, habe ich richtig verstanden. Genau. Weil du vor 20 Jahren weggelaufen bist. Richtig. So. Und theoretisch kann dieser Prozess damit enden, dass die dich morgen aufknöpfen oder verbrennen oder was sie mit Leuten wie dir machen. Richtig. Und du hast die Möglichkeit, frei einen Verteidiger auszusuchen. Ganz genau. Okay. Und du willst mich? Ich kann dich nicht mal ausstehen. Das stimmt nicht, Jandrek. Du bist so ein böser, böser alter Mann. Hat dir das schon mal jemand gesagt? So ein böser Mensch. Was habe ich dir getan? Gut, ich habe dir einiges getan, aber was? Wenn ich so ein böser Mensch bin und wenn du mich nicht so ausstehen könntest, wieso hast du mich... nicht liegen lassen im Wall.
Okay, mal kurz. Diese Leute da morgen, die dich umbringen wollen, weil du vor 20 Jahren weggelaufen bist. Diese Leute, das sind irgendwelche Krämer und Blumenverkäufer und einfache Leute von der Straße, richtig? Nein. Sondern? Der Anführer der Sonnenlegion. Und der hiesige militärische Machthaber natürlich. Dazu, glaube ich, gehört im Gremium noch dazu Frau Rattel, die ist aber eher auf unserer Seite und meines Wissens nach der Perreinen, also der Vorsitzende des Drei-Schwestern-Ordens. Nein, nicht Osko. Ach, na dann ist ja alles gut. Ach ja, ich habe vergessen, die Golgariten sind auch vertreten. Natürlich sind die auch vertreten. Wahrscheinlich mit Borondria selbst oder sowas. Nein, nicht Borondria selbst, nein. Vermutlich nicht. So, und bei diesen ganzen Leuten, die man in einem Who is Who des Mittelreiches zusammenfassen könnte, kommst du auf die Idee, ich soll dich vertreten? Warum wundert dich das so sehr? Okay, Punkt 1. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von den politischen Zusammenhängen, in die du uns hier hereingerissen hast. Punkt 2. Zu dem Zeitpunkt, wo du weggelaufen bist, war ich entweder noch nicht ganz am Leben oder habe noch Milch gesaugt. Kenne also überhaupt nicht die Zusammenhänge, die da damals stattgefunden haben. Und Punkt 3. Ich bin ein Schwätzer. Das ist ja der Punkt. Jandrik, jetzt höre mir mal zu. Und Astanio legt dir wirklich eine Hand auf die Schulter. Und wenn Jandrik Astanio ins Gesicht schaut, wirkt Astanio völlig wie ausgewechselt. Nicht wie der alte Lehrmeister, der cholerische Anfälle kriegt, sondern wie ein Vater. Vor dem Wall, am Abend vor dem Wall, was hast du zu mir da gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich sag doch, ich bin ein Schwätzer. Ich sage viele Dinge, wenn der Tag lang ist. Und wenn sie irgendwie gut klingen. Astanio, bitte führe uns an. Ich lege mein Leben in deine Hände. Das war ein sehr großer Vertrauensbeweis. Und wenn ich dir so unsympathisch wäre, wie gesagt, du hättest mich da liegen lassen können, du hättest mich verstoßen können. Ja, gut, ich habe magische Fähigkeiten, um die Karte zu lesen, aber wir waren da. Jandrik, du weißt ganz genau wie ich, dass was du sagst, nicht der Wahrheit entspricht. Sonst wärst du nämlich nicht als das hier alles vorbei war, zu uns ins Lazarett gekommen und hättest nach uns gesucht, speziell nach mir. Und schreist mir auch noch hinterher, wenn ich irgendwelche Probleme habe, soll ich mich doch nur melden. Ich dachte so an, ich bring dir einen Krug Wein oder so. Okay, ganz knapp. Was erwartest du von mir? Was soll ich tun? Verteidigen. Was soll ich da sagen? Sprich, ich kenne dich seit 3 Tagen. Du kennst mich wahrscheinlich besser als viele hier. Du kennst mich tatsächlich besser als Osko. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich war gerade so wunderschön betrunken mit einer wunderschönen Frau und habe einfach nur endlich mal seit 5 Tagen mal oder seit, nein, seit mehreren Wochen mal wieder das Leben genießen können. Und da kommst du mit deinem Scheiß. Du kannst noch ablehnen. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht kann. Und dass ich das nicht werde. Und dass du das auch nicht willst. Ich wiederhole mal deine Worte. Ich zitiere dich einmal. Jandrik, ich lege mein Leben in deine Hände. Bitte führe mich durch diesen Wall. Und Astanio lächelt dich sehr warmherzig an.
Okay. Dann sag mir, was ich wissen muss. Ich glaube, die besten Verteidigungsmöglichkeiten sind wie folgt. Es gibt ein, zwei, ich würde sagen, Grauzonen, die wir ausnutzen könnten in dem Kriegsrecht. Ich bin nicht während der Belagerung. Gut, die Belagerung ging mehrere Jahre, aber die erste große Schlacht war vorbei, als die Choräle von den Zinnen erklungen sind. Das heißt, es war nach der Schlacht, als ich abgegangen bin. Ich habe mich totgestellt. Bin nicht vom Kampf geflohen. Ich habe auch nicht meine Befehle missachtet. Ich habe meine Freundin nicht geheilt. Ich habe sie erstochen. Dazu wurde ich auch noch hintergangen. Und ich habe mir dadurch diese Bestrafung, und er zeigt auf sein Gesicht, zugezogen. Ich bin geflohen, ich habe seit 17 Jahren mit der Schuld gelebt und ich bin am Ende auch noch, habe mich freiwillig gestellt, sobald ich das nächste Mal Soldaten des Kaiserreichs getroffen habe. Das sind Pluspunkte. Aus denen müssen wir die Suppe des Sieges sozusagen brauen. Warum bist du geflohen? Astanio seufzt. Ich hätte sterben sollen an diesem Abend. Ich hätte sterben sollen und nicht die Soldaten unter mir. Warum hast du nie versucht, zurückzugehen oder wenigstens hierher auf die andere Seite zu kommen, auf die eine oder andere Weise? Warum hast du dich verkrochen? Einerseits hatte ich Angst davor, von dem, was passiert. Und andererseits dachte ich, dass ich die Ehre den Sonnenlegionären, dem Militär, meinen Freunden, meinen Angehörigen nochmal unter die Augen zu treten, dass mir diese Ehre nicht mehr gebührt. Die einzige Ehre, die mich hätte noch ereilen dürfen, wäre ein Zombie, der mich in der Nacht aufgefressen hätte. Ich verstehe. Deswegen habe ich gesagt, dass ihr noch eine Aufgabe habt und ich nicht. Ich muss darüber schlafen, Astania. Ich habe keine Ahnung, was das da morgen wird, was von mir erwartet wird. Aber wenn du es wirklich willst, dann mach ich's. Und dann schließt Astanio Jandrik in die Arme. Ganz fest. Ich hasse danke dich, alter Mann. Ich hasse dich so. Tust du nicht. Sonst würdest du das jetzt nicht tun. Und wenn du jetzt, und er stößt dich wieder weg, aber ich würde noch vorschlagen, bevor du schlafen gehst, trink mir beide jetzt noch ein Glas Wein. Unbedingt. Unbedingt. Dann komm. Und Astalio schlägt mit der Faust oben auf das Weinfass neben sich ein. Daneben lagen zwei alte Hörner und schenkt einmal kräftig ein. Der Wein ist vermutlich ziemlich schlecht, aber auf morgen. Ja. Und das Anno trinkt sein Horn in einem Zug aus. Ja, stößt an und trinkt sehr langsam. Auch nicht alles. Wollen wir jetzt wieder zu den anderen? Fragt Elena leise aus dem Hintergrund. Ich dachte, wir wären da schon auf dem Weg oder so. Ja. Ja. Wo schlafen wir eigentlich diese Nacht? Hat sich da irgendjemand... Ich glaube, nach diesem Abend, und das Talium wird schon ein bisschen angeschwipst, kann ich auch auf den Stein da hinten schlafen. Das ist kein Problem. Es ist Winter. Du willst bestimmt nicht draußen schlafen. Winter.
Wie viel verträgst du eigentlich? Nicht viel, oder? So mache ich halt ein Feuer. Wehe dir. Jandrik, weißt du, kriegst du das organisiert, dass wir irgendwie ein Zelt kriegen, wo wir drin schlafen können? Oder? Ich kann mal bei meinem Orden nachfragen. Ja. Das ist vielleicht gut, wenn ich das mal... Ja, also euch fällt auf, die anderen, also wenn wir jetzt vielleicht bei den anderen ankommen, fällt euch auf, dass Jandrik leichenblass wirkt, als hätte er ein Gespenst gesehen. Und er guckt auch noch mal kurz zu den anderen zwei, zu Osko und Mora. Da ist nichts mehr von dem Schalk, von dem alten Schalk von gestern, von vorhin noch, von wenigen Minuten. Und er trottet einfach davon. Jandrik, alles in Ordnung? Vielleicht sollst du ein bisschen Wasser trinken. Ja, ich besorge uns mal eine Schlafmöglichkeit. Alles gut. Danke. Hat er sich übergeben? Er wirkte so ausgelaugt. Er hat so viel getrunken, mindestens so viel. Das heißt, das kann sein. Du hast den anderen Finger noch vergessen, Mora. Ich glaube, es waren eher ganz genau. In dem Moment ich sollte jetzt auch auf Wasser umsteigen. In dem Moment lässt sich eine Gestalt neben Osko auf einen Getreidesack rumpsen, die da irgendwie so als Sitzmöglichkeiten um das Feuer herangezogen wurden. Mhm. Osko schaut neben sich und blickt in das freudestrahlende Gesicht von Kasmine Berhang, der reine Geweihten. Trägt einen großen Rucksack auf dem Rücken, den sie jetzt irgendwie absetzt und dann zwischen euch beide stellt. Ich habe gehört, hier ist eine Feier. Offensichtlich, überall hier. Nur ich hatte bisher noch keinen Wein. Ja, damit kann ich dienen. Und sie, Mora drückt in dem Moment der Kasmine und Osko quasi einen Becher mit Wein in die Hände. Kasmine nimmt den Becher, schnüffelt da so ein bisschen dran und kippt den dann irgendwie so auf den Boden. Ah, was? Nein! Oh Gott, der gute Wein. Ruhig. Wenn wir schon Wein trinken, dann doch lieber das gute Zeug. Das ist wirklich gut, weil das ist ja nur Brühe hier. Und scheint dir aber trotzdem recht schnell zu Kopf zu steigen, mein Lieber. Das ist das erste Mal, dass ich seit 17 Jahren was trinke. Ihr Bruder Osko, ich habe gehört, ihr seid zurück im Schoße des Ordens. Und für solche Gelegenheiten führe ich immer meine private Sammlung mit mir, falls es eine schöne Gelegenheit gibt. Und was gibt es denn Besseres zu feiern als den Fall des Walls und die Heimkehr eines verloren gegangenen Sohns? Bruders, Ich weiß, was ihr meint, danke. Ich fühle mich geehrt, aber ihr schleppt die ganze Zeit, Tag ein, Tag aus, diesen Wein mit euch herum? Ja, also gehört zu meinem Gepäck. Ich verstehe. Drum, zieht den Rucksack so auf, die Laschen auf und holt eine große dunkle Flasche heraus. Ja. Hält dir so gegen das Feuerlicht. Ich glaube, der ist gut genug. Osko lugt auch mal durch das Licht des Feuers in diese Flasche hinein. Interessant. Wie gesagt, eine dunkle Flasche. Kein Etikett drauf. Interessant. Na, wenn ihr meint, dann könnt ihr gerne einschenken. Ich muss gestehen, ich habe auch schon länger nichts mehr getrunken, ja. Das ist jetzt immer schon bedauernswerterweise echt ein bisschen was her. Das ist ein Original 1034er Rosé. Osko nickt. Ihr müsst verzeihen, ich habe wenig Ahnung von Wein. Oh, das müssen wir heute aber ändern. Osko kann aber sehen, wie Astadio die Kinnlade runtergekippt ist.
Ja, sie öffnet wie selbstverständlich die Flasche und gießt etwas in den Becher, den sie eben ausgegossen hat. Hervorragend. Euch gebührt der erste Schluck, Bruder Osko. Drum. Und Osko hebt sein Gefäß auf diesen Tag. Auf den Fall des Walds. Auf den Fall des Walds. Und Osko trinkt. Fall des Walds. Ein sehr würziger, feuriger Wein, könnte man sagen. Der durchaus gut Umdrehungen sofort verursacht. Also jetzt. Ah, das ist ein feines Tröpfchen. Huh. Von dem wird man betrunken, nicht von der Plörre. Genießt ihn, ich habe nur diese eine Flasche. Selbstverständlich. Oh, das tue ich auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Ihr auch, wie heißt ihr? Mora? Habe ich gehört? Wallrand. Mora Wallrand. Die Assassinin, nicht wahr? Hört nicht auf diesen Spuk. Vollkommen. Schade, ich wollte schon immer mal eine Assassinin kennenlernen. Den Gefallen kann ich euch leider nicht tun. Aber ja, ich würde ein Schlückchen nehmen. Und ihr, wer seid ihr? Alter Mann? Bei alten Mann verdreht das Talio leicht die Augen. Astalio Romano zu Jannisberg. Angenehm. Kasmine Bärenhagen. Sehr gerne. Oh, das Lied ist gut. Das kenne ich noch von früher. Mag jemand von euch tanzen? Schaut Osko an. Ja, Osko mag bestimmt tanzen. Warum denn auch nicht? Und Osko, wenn noch etwas Wein in seinem Gefäß ist, trinkt es gänzlich aus. Dann wollen wir mal schauen. Na dann. Fängt an, um das Feuer herum zu tanzen. Osko schließt sich dem Tanz an und er wirkt dabei durchaus geschickt dabei. Er summt die Melodie mit und seine Bewegungen wirken durchaus geübt in dem Tanz. Wobei etwas eingerostet vielleicht. Astanio lehnt sich an Elenas noch intakter Schulter und sagt, oh mein Gott, sie werden so schnell erwachsen. Da wartest du, der ist auch schon 22. Hm. Wer hat's drauf? Schau dir das an. Wow, das hätte ich nicht zugetraut. Und dann steht Astanio auf und hält Elena seine Hand hin. Jetzt komm schon. Okay, Elena kippt den Becher, steht auf und ja, die Amazone tanzt. Der Reine schenkt den Wein. Schwester Raya schenkt ihn ein. Bruder Boron bringt den Schlaf, den wir uns erkämpfen haben. Osko pfeift dazu eine flotte Melodie dazu, wozu es dann auch angemessen ist, einen recht schnellen Tanz hinzulegen. Und man merkt, Osko ist gelassen. Er ist ausgelassen, er ist freudig dabei, er lächelt stark und sein neues Gewand wirbelt auch einige Mal um die Luft, während er Hände in die Höhe hebt und eines immer mal auch vielleicht die Hüften kreisen lässt dazu im passenden Takt. Wie er hat also doch Kondition. Schlawiner. Hat immer heimlich trainiert, ja? Hat sich nicht von mir treiben lassen, aber dann heimlich im Block gejoggt. Na, ich vermute ehrlich gesagt, dass das aber... Ist die Frage, wie lange es durchhält. Erstens das und zweitens hat er immer noch ein bisschen hakelige Bewegungen in den Händen. Also wenn ich damit jetzt... Ach ja, ich geh's auf. Er hat andere Qualitäten und das muss ich langsam endlich mal erkennen. Ja. Irgendwann würde Mora auch aufstehen und ein wenig dazu klatschen und auch anfangen, so mit den anderen zu tanzen.
und sich zu drehen. Und sie ist sehr leichtfüßig dafür. Normalerweise bewegt sie sich ja keinen Zentimeter mehr, als sie muss. Aber jetzt, so ein wenig beschwipst, wirkt sie doch sehr elegant. Kennt ihr gar nicht von ihr bisher. Jendrik wollte ja das Feuer verlassen und schaut noch einmal über die Schulter zurück und sieht die anderen ausgelassen um das Feuer tanzen. Ja, er dreht sich noch mal um, er schaut zu den anderen, schaut zu Osko, wie er da rausgeputzt tanzt und schaut zu Mora. Er knirscht mit den Zähnen. Dann bleibt sein Blick auf Astanio hängen. Das zahle ich dir heim, du alter Penner. Aber dann dreht er sich um und geht in Richtung Quartiere, um seine Freunde Schlafmöglichkeiten sicherzustellen und selbst schlafen zu gehen, weil er kann da jetzt nicht mehr sitzen. Unmöglich. Beim Quartiermeister kannst du das ohne Probleme herrichten, dass deine Freunde bei dir im Zelt Unterschlupf finden können. Das ist groß genug, dass es auch geht. Allerdings wirst du beim Quartiermeister auch abgefangen von deinem Freund, den du von früher kennst, von Elurion. Immer noch begleitet von Bestalia, die sich allerdings etwas im Schatten hält. Herrin? Und erfolgreich gewesen beim Weinbeschaffung? Ja, ich hab sogar ein bisschen übertrieben, würde ich sagen, aber weißt ja, wie das ist. Man rettet die Welt und dann lässt man sich halt ein bisschen gehen. Das ist normal. Ich hoffe, du hast nicht zu viel getrunken, weil ich und die Herrin wollten dich bitten, mit uns zu kommen. Ich weiß nicht, können wir das morgen machen? Ich bin so ein bisschen, wie soll ich sagen, beschäftigt. Die Eminenz wollte heute noch mit euch reden. Ich bring dich um, Master. Ich bring dich um. Ja, selbstverständlich stehe ich zur Verfügung, Ihre Eminenz. Lass mich nur kurz frisch machen. Ich bin gleich wieder da. Verständlich, selbstverständlich. Ja, und dann mache ich genau das. Ich stecke meinen Kopf in irgendeinen Wasserbottich, und wenn es die Pferdetränke ist, und versuche einigermaßen irgendwie nüchtern zu werden und meine Erstarrung irgendwie loszuwerden. Und dann übe ich 2-3 Mal mein sorgloses Lächeln und dann drehe ich mich um. Elurion steht in einigen Abstand hinter dir. Vielleicht solltest du dich auch umziehen gehen. Ja, vielleicht. Ja, das tue ich natürlich auch. Gut, ich denke, die Sachen, die ich rausgesucht habe, die eigentlich von mir sind, passen dir. Ich danke dir. In dein Zelt bringen lassen. Du bist ein echter Freund. Warst du schon immer. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Na, vergiss es. Mir kann keiner helfen, fürchte ich. Aber ich danke dir für die Geste. Na dann, ich bin soweit. Ja, also ich ziehe mich dann um. Also sie führen dich in das große Zelt der Borondria, in der Mitte der Zeltansammlung der Gorgariten. Und Jandrik, das sich dem Zelt nähert, merkt er, dass der Feierlärm von der Mitte des Zeltplatzes aus hier fast schon ein bisschen durchbrochen wird und also gebrochen wird. Und
es fast schon unnatürlich still ist hier. Je weiter man in die Mitte der Orons-Zelte kommt. Ein offenes Zelt, an dem du vorbeiläufst, wo mehrere Golgariten im vollen Ornat um ein Feuer herum sitzen und einfach nur den Himmel schauen. Nichts sagen. Sie schauen dich an und als ihr drei an ihnen vorbeilauft, hast du das Gefühl, sie drehen ihre Köpfe alle gleichzeitig hinter euch, hinter dir her. Ja, ich versuche die zu ignorieren und schreite so würdevoll wie möglich weiter. Man lässt dich vor und in das Zelt eintreten und diese Stille, die draußen war und herrschte, ist hier drin noch einmal viel präsenter. Vor allen Dingen ist auch die Luft angereichert mit einem würzigen Geruch, der so leicht benebelnd wirkt im ersten Augenblick, wenn man aus der frischen Luft in das Zelt hineintritt. Hendrik sieht sich um und sieht über einem kleinen Holzkohlenfeuer eine Schälchen mit Kräutern, die darin versengen und diese einen leichten Qualm von sich geben. Auf einem schwarz angestrichenen Stuhl sitzt mit übereinandergeschlagenen Beinen Orondrea, die du dann auch kennst, die dich der Weihe verwehrt hat damals, kurz bevor diese Schrecken losging. Die Gestalt hat keine Haare, keine Augenbraue. Das Gesicht wirkt alt und eingefallen, fast schon wie ein Schädel, Totenschädel gleich. Dazu ist sie geschminkt, sodass ihre Partien um die Augen herum besonders schwarz sich abheben gegen das weißliche Gesicht, was diesen Eindruck eines Schädels noch viel mehr unterstreicht. Sie erhebt sich, als sie dich eintreten sieht, stellt sich aufrecht vor dich hin. Ich grüße sie so, wie es von mir erwartet wird. Wenn es eine Verbeugung ist, dann tue ich die. Wenn es was anderes ist, dann das. Vielen Dank, Bistalia, dass ihr ihn so schnell hergebracht habt. Eure Eminenz. Ihr könnt euch nun wieder euren Aufgaben widmen. Leider nach euch rufen lassen, wenn wir fertig sind. Natürlich, eure Eminenz. Und Jandrik hört hinter sich die beiden anderen aus dem Zelt treten. Ist noch jemand sonst im Raum? Nein. Eure Eminenz, ihr habt mich rufen lassen. Sobald ich hörte, dass du angekommen bist hier, ich hätte schon geglaubt, du kommst nicht mehr. Sei es verloren dort drüben in der Ostrabenmark. Das habe ich auch geglaubt, Herr. Das habe ich auch geglaubt. Ich hatte dich mit einem Auftrag losgeschickt, nicht wahr? Ja. Konntest du ihn erfüllen? Ja. Jetzt berichte mir. Bevor ich Wörter rede, seid ihr sicher, dass uns niemand lauscht, Herren? Wer sollte lauschen? Ich weiß es nicht, aber wenn nur irgendjemand noch in diesem Raum ist oder in der Nähe und hört, was ich sage, könnte das eventuell unangenehm werden. Für euch. Und das wiederum bedeutet, dass es unangenehm wird für mich. Ich denke nicht, dass sich jemand wagt, mein Zelt zu belauschen. Gut. Ich habe eure Botschaft übermittelt, Herren. Ich habe sie mir nicht angeschaut. So wie ich erwartet habe.
dass ihr das von mir wollt. Allerdings, als ich mit einer sehr sonderbaren Gestalt ein Gespräch da über die Botschaft führte, öffnete ich das Siegel doch und las. Ich hatte keine Wahl, ich musste sicher gehen, dass ich weiß, um was es hier geht. Die Angelegenheit war zu riskant. Ich wusste nicht, ob ich der Person, die von mir die Botschaft wollte, vertrauen kann. Sie war nämlich alles andere als ein Freund unserer Sache. Ich erkenne etwas zwischen deinen Worten, das du nicht aussprechen willst. Komm zum Punkt. Schade, ich habe gehofft, ich erfahre irgendwas. Nein, ich habe eure Botschaft nicht gelesen. Dummerweise, ich hätte es gerne. Na, dann hätte ich vielleicht gewusst, in was für einen Wahnsinn ihr mich hereinbringt. Dass es mich fast das Leben kostet, mehrere Male. Die Leute, denen ich die Botschaft gab, waren Nekromanten, schätze ich. Und der Kerl, dem ich es gegeben habe, den Namen, den ihr mir gegeben habt, das war der Mann, der mich später fast umgebracht hat. Nur unglaubliches Glück oder die Führung Borons oder Fex haben das verhindert. In jedem Fall habe ich dann aber wenigstens die Nachricht gelesen, die mir der Mann zurückgab. Die Nachricht eines gewissen LK. Kommt Ihnen das bekannt vor, Eure Eminenz? Es gibt bestimmt viele LKs, die im Nekromantenrat arbeiten, aber ich kenne mich ja nicht so aus mit Politik, aber mir kam da ein Name sofort zu Passe. Und da frage ich mich dann natürlich, warum genau wollt ihr, dass ich Lucartus von Kemet eine Nachricht übersende, die dann dazu führt, dass ich fast umgebracht werde? Ich bin vielleicht ein bisschen unverschämt gerade. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte man mit ihrer Eminenz anders reden. Aber möglicherweise verstehe ich wenig Spaß darin, wenn man mich auf eine Todesmission sendet. Die Ostrabenmarkt ist gefährlich. Das wusste ich. Und da habt ihr einen ausgesucht, den ihr entbehren könnt. Den man nicht weiß und man kann ihn ja in den Tod schicken. Meine Aufgabe bringt es mit sich, dass ich Menschen in den Tod schicken muss. Und zurück zu Vater Boron. Ja. Und damit hatte ich auch nicht das Problem. Aber. Das wusste ich. Aber mit was ich ein Problem habe, ist, dass ihr Informationen austauscht mit einem Mann, der offensichtlich uns feindlich gesinnt ist. Und ich mich dann die Frage stelle, auf welcher Seite ich hier eigentlich arbeite. Eure Eminenz. Und für wen? Und für wen ich mein Leben hier riskiere? Lucardus von Kemet war einmal der Großmeister dieses Ordens. Jetzt ist er ein Nekromant. Er war einmal ein bester Freund. In seiner Botschaft, die ich verloren habe, weil der Kerl, der sie mir gegeben hat, mich später wieder aufgesucht hat, um mich niederzustechen. In dieser Botschaft hat er klargemacht, dass alles, was ihr versuchen werdet, erfolglos sein wird. Dass er euch weit voraus ist oder so. Ich erinnere mich nur, was vage. Es ist so viel passiert dazwischen. Nur weil er größenwahnsinnig genug war und selbstgerecht genug, ein komisches, magisches Bildnis mitzuschicken. Und weil wahrscheinlich der tapferste Mann, den ich je kennengelernt habe, dafür gesorgt hat, dass wir hier durch diesen Wald kommen und diesen ganzen Wald niederbrennen. Nur deswegen haben wir jetzt überhaupt eine Chance. Aber er wollte euch nicht helfen. Das hat er klar geschrieben in seinem Brief. Er hat sich lustig über euch gemacht. Wahrscheinlich eure Informationen benutzt. Ich glaube.
glaube nicht, dass ich ihm Informationen gegeben habe, die er nicht sowieso schon wüsste. Es tut mir leid, Herr, das war nicht gerade mein bester Tag. Eigentlich war es ein super Tag, aber dann war es, vergesst es, ich will nur wissen. Ja. Ich habe dich für diese Aufgabe ausgewählt, weil es niemand anderen in meinem Orden gibt, der sie hätte vollbringen können. Ich hatte mehr Glück. Ich habe dir vertraut und das tue ich auch jetzt. Immer noch, obwohl du an mir zweifelst. Wie kann ich nicht zweifeln? Reminenz, wie kann ich das nicht? Nachdem ihr mich in diese Hölle geschickt habt, habt ihr gewusst, dass es da Bäume gibt, die Leute fressen? Ja. Ich nicht. Jetzt weiß ich's. Versteht das nicht falsch. Ich gehe gerne in den Krieg und ich sterbe gerne für die Sache. Dafür bin ich hier. Ich habe meinen besten Freund an die dunkle Mutter verloren. In diesem Krieg. Ich habe mit eigenen Augen ansehen müssen, wie er den Orden verlassen und verraten hat. Wie er hinter meinem Rücken all diese schlimmen Dinge tun konnte. Ich habe es nicht glauben wollen, dass dieser Mann, den ich mein Leben anvertrauen hätte, dass er zu solchen Taten angestiftet werden kann, dass er sich hinablässt, dass er unserem Vater Boron nicht mehr Vertrauen schenkt, dass seine Seele korrumpiert werden könnte. In seinem Brief schreibt er, dass ihr ihn nicht zurückbringen könnt. Aber wie gesagt, der Brief, den ich dir mitgeschickt habe, war der letzte Versuch, ihn zu überreden, von seinen üblen Machentaten abzuwenden und wie sich wieder der guten Sache anzuschließen. Ich glaube nicht, dass das geschehen wird. Wir haben gemeinsam, bevor diese ganzen Irrungen und Wirrungen des Krieges anfingen, an deiner Vision gearbeitet. Wir sind gemeinsam durch ganz Aventurien gereist. Er und ich, wir kannten die Weissagungen des Orakels. Und wir sind bis heute einige der wenigen in dem Orden, die diese Worte kennen. Und niemand konnte sie deuten. Lucardus war derjenige, der es noch am besten verstand, dahinter zu kommen. Und seit er den Orden verlassen hat, verraten hat, fehlt uns dieser wache Geist. Fehlt uns derjenige, der die Schlüssel trägt, die Worte zu entziffern, die das Orakel uns offenbarte. Ich kann es nicht allein. Und ich habe ihn angefleht, zurückzukehren und mitzumachen. Aber anscheinend, wenn ich dich richtig verstehe, hat er abgelehnt. Deutlich, eindeutig. Er hat euch verspottet. Er hat gesagt, ihr werdet keine, was auch immer ihr versucht, ihr wisst es. Und ihr werdet keine Gelegenheit haben. Es wird euch nicht gelingen. Aber er hat mir auch eine Waffe mitgegeben. Etwas, das ich behalten konnte, glücklicherweise. Es war dieser Brief und es war noch ein Bildnis. Und dieses Bildnis oder dieses Symbol, das war auf meinem eigenen Blatt, das habe ich ja woanders hingesteckt. Ich habe es mir in die Kleidung gesteckt und nicht in die Schriftrolle. Und so als mich seine Schergen überfielen und töteten, ja, Herrin, ich glaube fast, dass ich wirklich
fast, wenn ich sogar ganz gestorben bin. Da haben sie das nicht entdeckt. Ich wurde dann gerettet von einem Mann, der, dem wir alles zu verdanken haben und der tatsächlich morgen vielleicht eure Hilfe brauchen könnte. Dieser Mann, er hat mein Leben gerettet und er hat dann dieses Bildnis entziffert. Er wusste, dass auf diesem Bildnis eine Schwachstelle im Wald zu sehen ist. Er sagte, er könne uns hinführen. Mich und einige andere, die sich tapfere Leute, die sich dort seit Jahren versteckt hatten in diesem Dorf. Es war eine Führung der Fex, mich dorthin zu bringen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat euer Nekromant das alles vorher gewusst. Vielleicht hat er es vorhergesehen. Vielleicht war es einfach nur Glück oder ich weiß es nicht, was es war. Vorsehung der Götter. In jedem Fall, durch diese Kette von Unmöglichkeiten sind wir zum Wall geraten. Und dieser Mann, er hat uns mit seiner Magie durch den Wall geführt und mit der Tapferkeit der anderen. Letztlich ist es uns gelungen, das Wesen, was auch immer es ist, das sich im Wall befindet, zu schädigen oder zu töten vielleicht sogar. Ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht verstanden. Auf jeden Fall war das der Moment, in dem der Wald zusammenbrach und wir auf der anderen Seite erschienen. Ohne ihn wären wir alle tot und dieser Wald stünde noch. Und morgen soll er gerichtet werden für etwas, das er vor 20 Jahren getan hat. Wenn ihr irgendwas tun könnt, um ihm zu helfen, dann wäre ich euch sehr dankbar. Ich habe von diesem Prozess gehört. Der Orden wird dort vertreten durch Gernot von Mersingen. Er ist der Richter. Als Markgraf steht ihm das zu. Ich mische mich in solche Angelegenheiten nur ungern ein, aber ich werde vielleicht ein Wörtchen mit ihm sprechen. Was der Mann will, dass ich ihn morgen verteidige. Warum auch immer. Aber dann solltet ihr das tun, was ihr am besten könnt. Improvisieren. Aber ja, das ist. Aber was von dem, was ich eben gesagt habe, darf ich morgen sagen? Meine Verbindung zum Erzverräter muss geheim bleiben. Das habe ich mir gedacht. Den Rest, wie wir hierher gekommen sind? Fühl dich frei, es zu nutzen. Wir werden in die Ostrabenmark vordringen. Morgen wird das Heer schon gegen Abend aufzugsbereit gemacht. Dafür werde ich sorgen. Das heißt, der Prozess wird schnell vonstatten gehen müssen. Welche Rolle habt ihr für mich vorgesehen? Es gibt verschiedene Dinge, die es jetzt zu beachten gibt, nachdem der Wall gefallen ist. Wir haben ein Heer, das ich nur mit Mühe und Not formen konnte und zusammenhalten kann. Viele Interessen spielen hier. Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Heer zusammenbleibt. Dafür muss ich sorgen. Und nichts ist schwieriger, als in unbekanntes Gebiet vorzudringen und Versorgungswege abgeschnitten zu bekommen und eingekesselt zu werden, feindliche Truppen nicht angehen zu können. Wir brauchen Sicherheit, wenn wir über die Grenze hin das Heer führen. Bin zuversichtlich, dass wir jeden Feind schlagen können, wenn wir das müssen. Aber wir brauchen Orte zum Lagern. Wir brauchen Versorgung, Wasser, Essen. Wir müssen das Heer unterhalten. Deswegen brauche ich eine Vorhut.
jemanden, der sich auskennt dort drüben, der genau weiß, was uns dort erwartet, der die Menschen dort vorbereitet auf das, was kommt. Und wenn du sagst, du hast dort Göttergetreue gefunden, sagtest du. Ja. Die uns geholfen haben, den Wall einzustürzen, dann ist es vielleicht Borons Wille, dass du noch einmal in den Osten ziehst, als Speerspitze des Heers. Und ein für allemal dem Verräter das Urteil zukommen lässt, die letzte Nachricht. Wir werden ihn stellen, den Verräter. Er wird sich nicht verstecken können vor Borons Fluch. So schwer mir das fällt, ich werde ihn richten. Aber dafür müssen wir das Heer erst sorgfältig durch die Lande ziehen können und dafür sorgen, dass sie nicht von Bäumen aufgefressen werden. Zum Beispiel. Oder Drachen. So einen habe ich da auch gesehen. Oder Drachen. Ich werde gerne nicht, aber ich werde wieder in dieses fürchterliche, verfluchte Land gehen, wenn ihr das wollt. Aber ob meine Gefährten Lust haben, das noch einmal zu machen, nachdem sie erst aus dieser Hölle zurückgekommen sind, das weiß ich nicht. Gut wäre es jedoch. Mora Walrand, eine meiner Gefährten, kennt sich besser aus als jemand sonst in diesen Landen. Die anderen sind sehr, sehr tapfere Krieger. Die Amazone vor allem. Aber wir werden auch den alten, verrückten Mann, von dem ich euch erzählt habe, brauchen, wenn er zurück will. Sie alle sind wichtig. Verstehe. Bevor du gehst, vertraue ich dir noch ein letztes Mal. Es geht hierbei um viel mehr als um einen Verräter. Es gibt viel mehr als um die Befreiung eines besetzten Gebietes. Es geht um viel mehr als der dunklen Mutter Macht zu entreißen und ihre Anhänger zur Rechenschaft zu ziehen. Wir leben in einer Zeit, Jandrik, die Verhältnisse auf Dere neu ordnet. Noch sind die Zeichen nicht erschienen, aber in den alten Schriften gibt es nicht einen toten Gott, unseren Herrn und Vater Boron. Es gibt mehrere. Und sie ringen darum, wer die Kontrolle hat. Es sind drei, nicht wahr? Ja. Eine Gestalt in Schwarz, eine Gestalt in Weiß und eine sonderbare Frau. Sie legt die Augenbrauen, die sie da nicht hat, also die tiefer, schaut dich indringlich an. Du kennst die Vision des Orakels? Ich war für die Frau, aber wahrscheinlich, weil ich immer für die Frau bin. Ich mittlerweile glaube ich, der Weiße ist der Gute, aber ich weiß es nicht genau. Ich habe davon geträumt. Ich bin nicht sicher, dass ich im Sterben lag. Da habe ich sie gesehen. Schon einmal gekämpft. Sie haben gekämpft, ja. Sie wollten, dass ich mich für eine Seite entscheide. In regelmäßigen Abständen kämpfen sie. Der Vater Boron ist siegreich gewesen. Doch nun dauert der Kampf wieder an. Darum geht es. Und Ducados von Kemet hat irgendeine
den letzten Hinweis, den wir brauchen, um dem Vater Boron zu helfen. Davon bin ich überzeugt. Und wenn er mir nicht helfen wollte aus freien Stücken, dann reißen wir ihm dieses Rätsel aus der Hand und sei es eine tote Hand. Ja, Eure Eminenz. Aber bevor ihr den Erzverräter richtet, ich sagte schon, er war mein Freund. Wisset auch, dass er sich dem Feind anschloss mit einem Grund. Ich sage nicht, dass ich diese Entscheidung nachvollziehen kann oder rechtfertige oder gutheiße, aber er hatte einen Grund. Der Grund heißt Liebe. Liebe? Im Krieg nahmen die Dunklen das Leben seiner Gefährtin. Daran ist er zerbrochen. Dann kämpft er für die? Das macht doch keinen Sinn. Es tut mir leid, Eure Eminenz. Ich kann es nicht verstehen, wie man so weit sinken kann. Wie man so wenig Vertrauen haben kann in den Vater. Er hat ihn verflucht, den Vater, dafür, dass er ihn von seiner Lieben trennt. Und hat sich in die Arme der dunklen Mutter geflüchtet, vermutlich, weil die ihm verspricht, dass er seine Liebe wieder in die Arme schließen darf. Die Verlockungen der siebten Sphäre sind manchmal überwältigend und erreichen selbst Großmeister eines Ordens. Ich stehe zu meiner Freundschaft, aber nicht um jeden Preis. Und ich hoffe inständig, Jandrik Eichblatt, dass ich damit dein Vertrauen wiedergewinnen kann, wenn ich es verloren haben sollte, dadurch, dass ich versucht habe, einen Freund wiederzuholen aus den Armen der dunklen Mutter, durch einen Brief, den ich ihm sandte, durch einen Mann, dem ich Vertrauen schenkte, von dem ich nicht wusste, ob er lebend zurückkehrt. Ich habe unlängst erfahren, dass es sehr wenig gibt, was man nicht für wahre Freundschaft tut. Ich denke, ich verstehe. Aber es macht mir Angst. Was ist, wenn wir diesen Mann töten müssen, Herrin? Werdet ihr das ertragen können? Wenn es so ist, wenn es der Vater so will, dann werde ich es ertragen. Ich danke euch für eure Offenheit, Herren. Wie ich schon sagte, nichts davon darf an die Außenwelt. Dieses Heer ist zu fragil, um sich mit politischen Dingen des eigenen Ordens und mit großen göttlichen Missionen herumzuschlagen. Macht euch keine Sorgen, Herren. Es mag manchmal so aussehen, als würde ich mich um Kopf und Kragen reden, aber ich weiß ganz genau, was ich sage. Sie kommt näher, legt schon so fast ihre Stirn an deine, packt dich so an den Schultern. Ich weiß, Jandrik Eichblatt, deswegen habe ich dich ausgewählt. Im Moment fällt die Fassade für einen kurzen Moment, er klappt fast in sich zusammen.
stützt sich für einen kurzen Moment an ihre Eminenz, bis er sich wieder erhalten kann. Es tut mir leid. Ich würde mich gerne zurückziehen, Herren. Geh und hilf deinem Freund. Solange du kannst. Danke, Eure Eminenz. Und dann verlasse ich das Zelt. Und gehst schlafen. Absolut. Vielleicht schickst du vorher noch Elurion mit der Nachricht zu den anderen, dass, wo sie schlafen können. Ja, ich selber kann ihnen im Moment nicht entgegentreten. Ich bin viel zu aufgewühlt und schicke tatsächlich Elurion. Ja, während Mora, Elena, Astanio und Osko es sich gut gehen lassen um das Feuer herum, tritt irgendwann Elurion dazu, den einige von euch ja schon kennen, andere noch nicht. Ich schätze mal, dass ich Elena auch schon wieder hingesetzt habe. Bruder Osko. Perane zum Große. Was gibt's? Illyrium war euer Name. Richtig, ich soll euch Nachricht bringen von Jendrik. Oh. Wo ist er denn? Ja, wo bleibt er eigentlich? Das weiß ich nicht so wirklich. Ich glaube, er hat sich zu Bett begeben. Allerdings habt ihr die Möglichkeit, bei ihm im Zelt zu übernachten. Genug Platz ist dort. Das wäre dann wo? Ich kann euch gerne hinführen, wenn ihr möchtet. Das wäre sehr gut. Ja. Hat eigentlich ich glaube, das ist genug Wein für heute. Mhm. Für dich auf jeden Fall, ja. Kasmine lehnt sich so an Osko an. Ja, die Flasche ist auch leer. Außerdem brauche ich morgen wahrscheinlich einen klaren Geist. Habt ihr morgen früh was Schienen vor? Schienen erneuern. Von den gebrochenen Armen und Beinen. Wenn ihr Hilfe braucht, dann sag ruhig Bescheid. Jede Hilfe ist immer willkommen. Erst recht die Hilfe von geschickten Händen wie dein. Ich habe gehört, wie gut du dich geschlagen hast. Ja, und danke. Und tanzen kannst du außerdem. Obwohl das etwas eingerostet ist, aber ja. Und einen guten Weingeschmack hast du. Der Orden hat wirklich etwas verloren, als du weg warst. Ich weiß nicht, ob er was verloren hatte, als ich verloren ging, aber er hat auf jeden Fall vielleicht etwas dazu gewonnen, jetzt, wo ich wieder hier bin. Das auf jeden Fall. Dann sehen wir uns morgen, Osko. Gut, bis morgen. Und wenn die Strabenmark gefallen ist, wieder in rechtmäßigen Händen von den Mersingens ist, dann habe ich noch eine zweite Flasche von dem Ding, was man trinken kann. Ich freue mich schon auf den Moment. Eieieiei, was für ein Casanova. Sie torkelt ein bisschen weg Richtung Lazarettzelt. Zum Glück hat sie es nicht weit zu ihrer Ruhestätte. So langsam werde ich aber auch müde und der Wein kommt aus langsam. Ja, aber kein normaler Wein. Der Wein hatte ordentlich Zunder, wenn ich das mal so... Stanio klopft Osko ordentlich auf die Schulter. Da ist ja immer groß geworden. Ist der Wein hier... Und, im Westen und, immer so gut? Ich weiß nicht. Also das war schon, ich sag mal so, das ist nicht der Wein, der ans gemeine Volk kommt. Ja, es ist schon ein besonderes Tröpfchen gewesen. Hab ich noch nie was von gehört vorher. Was ist Rosé?
Also die Farbe gesehen, der war so, okay, Farbe sehen jetzt. Rosé ist nicht weiß, nicht gelblich und nicht roter Wein, sondern dazwischen. Rosé, wie eine Rose halt. So hell. Ja. Naja, auf jeden Fall besser als den Zingonrehen drüben aus dem Osten. Alle Male. Also nichts gegen deine Braukunst, Osko, aber... Es gibt im Osten auch guten Wein, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Es ist gut für den Osten, ha? Sag mal so, es ist gut, wenn er nicht gut schmeckt. Ja, andere Geschichte. Keine schöne Geschichte für heute. Zumindest nicht für heute. Wollen wir dann zu Bett? Ja, folgt mir. Und ihr werdet zum Jandriks Zelt geführt. Wie sieht es in dem Zelt aus, Jandrik? Ja, ich hatte ja nicht wirklich die Gelegenheit, das selbst irgendwie einzurichten. Deswegen nehme ich an, das ist so ein klassisches Soldatenzelt ist oder ja, vielleicht für Mitglieder des Ordens irgendwie möglicherweise Zeichen des Borons hier. Es wird recht schlicht sein, in jedem Fall nicht sehr pompös, dunkel gehaltene Farben und mehrere Betten hier, ja. Oder Lagerstätten. Auf einer der Lagerstätten liegt dann schon Decken geschlungen, Jandrik. Euch den Rücken zukehrend, als ihr das Zelt betretet. Oh, endlich mal wieder ein Dach über dem Kopf. Und der Wind pfeift dann mich in die Ohren. Lena sucht sich eine Schlafstätte aus, mit so einem Raschung und Rascheln und Metallklingen, als sie halt den Teil ihrer Rüstung auf den Boden fallen legt, was sie halt nicht trägt oder auch tragen kann wegen der Armschiene, wegen dem Arm in der Schlinge. Illyrion verneigt sich. Möge Bestariel euch wohlgesonnene Träume schicken. Danke. Als Boron, oder? Und Bestariel ist der Bote Borons, was den Schlaf und den Traum angeht. Ah, ja, dann so. Ist schon eine Weile her, dass mit den weltlichen Der Vater Dingen Boron hat zwei Boten. Bestariel und Golgari. Der eine bringt den Schlaf und den Traum, der andere, naja, das wohlige Entschlafen aus der Welt. Dann bleiben wir erstmal bei Bestariel. Das wünsche ich euch. Bleiben wir dabei. Ebenso. Danke. Nachdem alle eingeschlafen sind, das Tanja wird nicht so einfach einschlafen, denn ihn graut es vom morgigen Tag. Und sein Blick schweift umher, bis er auf Jandriks Rücken stehen bleibt. Und wird sich dann nochmal aufsetzen, an einen Pfeiler lehnen. Die Hände falten. Gut, Herr Preuß. Ich hätte eine ganz große Bitte. Nicht für mich. Aber gib dem Jungen das die Stärke für den Morgen. Und gib dem Jungen vor allem die Stärke dazu, gibt dem Jungen die Stärke dazu zu erkennen, dass er auch Leute an sich heranlassen kann. Dass ihm das nicht nur Schaden zutragen wird. Es kann nicht sein, dass ein junger Herr schon so verbittert ist wie der alte Mann, der hier gerade zu dir spricht. Lass ihn bitte andere Wege gehen als die meinen. Und danach wird sich Astani schlafen legen.
früh am nächsten Morgen werdet ihr mit durch Fanfaren und Truppen Marschstiefel geweckt. Durch Befehle, die durch die Zeltlager herumgeschrien werden. Für diejenigen, die sich militärisch auskennen, ist schnell deutlich, dass es wirklich ein Marschbefehl ist. Die Zelte sollen abgebaut werden, das Heer sich in Bewegung setzen, bald. Und dann klopft es an eurer Zelt und Illurion steht wieder vor der Zeltplane. Helena ist Kerzen gerade im Bett aufgeschossen, hat sie Gesicht verzogen, wie er die Schulter wehgetan hat, weil der Fanfarenstoß kam. Oh. Ascanio ist schon längst wach. Aufwachen, aufwachen. Ja. Noch ist die Preios-Scheibe nicht über den, über den Wall herüber, aber bald. Bald beginnen die Hähne zu krähen und dann sollten wir schon wach sein. Wir sind wach, also ich bin jedenfalls wach. Ascanio Amano zu Jannisberg. Anwesend. Helena von Kokum, ich soll euch auf den Platz zwischen den großen Zelten, wo gestern das Feuer war, führen. Ja, gebt uns einen Moment. Sicher. Ascanio, hilfst du mir mit der Rüstung? Klar. Ascanio wird dir helfen, in die Rüstung zu schlüpfen. Ja, den Arm erstmal lösen und dann wieder vor die Brust binden. Oh, es zwickt. Egal, was sein muss, das muss sein. Den Helm lasse ich hier. Schwert. Ja. Die Armplatte muss auch noch zum Schmied, aber krack. Helena biegt die linke Armplatte wieder richtig. Wir können. Wenn du Ascanio ins Gesicht schaust, dann siehst du dicke Augenringe und ein ziemlich müdes Gesicht. Das Haar steht ihm noch schlimmer zu Berge, als es sonst schon tut. Solltest vielleicht noch mal am Wasserdruck vorbei, damit deine Haare nicht so aussehen, als wärst du von Rondres Blitz getroffen worden. Vermutlich. Sei gut. Und ich will vielleicht auch mal frisch machen. Ja. Egal. Lass uns gehen. Magistra Rattel hat mich gebeten, ein paar Kleidungsstücke für Ascanio Amano zu Jannisberg hier zu lassen. Und naja, ich habe gesehen, dass ihr gestern noch eine Dame dabei hattet hier. Und habe meine Herrin gebeten, ein paar Kleidungsstücke zu entbehren, die nicht sonderlich zerschnitten sind. Ich hoffe, das war in eurem Sinne und ihr fühlt euch dadurch nicht irgendwie angegangen. Ich bin ziemlich froh, aus diesen Lumpen endlich rauszukommen. Gut. Ich warte hier vor dem Zelt noch auf euch. Dann habe ich noch ein kleines Frühstück für euch, bevor wir dann zum Platz in der Mitte gehen. Du bist der Beste. Warst du schon immer. Gib mein Bestes. Vielleicht kriege ich ja demnächst was von dem Wein abends ab. Zwinkert Jan dazu. Welcher Wein? Meiner war schrecklich. Gab's guten Wein? Er guckt zu den anderen. Mit einem gespielt bösen Blick. Oh ja, ihr habt was verpasst. Ach. Ja, als der weg war, dann wurde der besser. Ach ja, der Wein wurde besser, als ich weg war. Hättest du ja zurückkommen können. Ich war ein bisschen beschäftigt. Das kann ich dir nicht verdenken. Na, bringen wir den Blödsinn hinter uns, oder? Ja, wir sehen uns dann später. Es klang so, als wären Bastian und ich erstmal vorgeladen. Mhm.
Astanio hat tatsächlich Magierkleidung bekommen. Vielleicht auch einen Magierhut und ein langes Reisegewand in Weiß. Und Mora hat tatsächlich von der Frau von Mersingen ein paar edle Kleidungsstücke bekommen. Oha. Sie wird sich das erstmal... Sie wird sich die angucken, aber eher wie jemand, der darum feilschen würde, die Kleidung zu verkaufen. In den Händen schmiegend und ultra liegend. Teuer aus. Sie nickt ein paar Mal anerkennend und zuckt dann mit den Schultern. Na dann. Ich weiß nicht, wie lange ich keinen Magierhut mehr gesehen habe. Und setzt sich den Hut auf und komisches Gefühl. Sieht doch komisch aus. Ja, ich wollte es nicht sagen, aber ja. Zumindest ungewohnt. Ungewohnt, so wie es mir ging. Ja. Astanio schaut zu Yandex rüber und grinst. Ich bin ganz ehrlich, ich konnte die Dinger noch nie ausstehen. Sie stehen dir wunderbar. Na, lass mich raten, ich schaue noch mehr aus wie der alte Mann. Nun gut. Ja, Mora. Und Astanio nimmt doch mal den Hut runter, macht eine Verbeugung der Herrschaften und tritt damit aus dem Zelt heraus. Jener folgt ihm auf den Fuß. Mora würde die Kleidung tatsächlich dann anlegen, aber sie würde es sich nicht nehmen lassen, ihren Mantel trotzdem wieder umzulegen. Ja. Zwischendurch kann man, bevor sie den Mantel überzieht, erkennen, dass es ein anderer Anblick fürs Mora in feinen Klamotten zu sehen. Passt schon wie eine Edeldame aus. Wow. Puh. Lang nichts mehr so Teures angehabt. Lohnt sich auf Reisen meistens gar nicht. Jandrik hat ja inzwischen auch saubere und vernünftige Kleidung an. Das sieht auch auf einmal völlig anders aus, als wenn es bis jetzt gewohnt war. Ich lehne immer noch in die blutgetränkten Klamotten. Blutgetränkte Rüstung. Ich würde gerne auf dem Weg gerade mal noch zumindest die Rüstung etwas von dem Blut befreien. Wenn das in Ordnung geht. Nur durch keinen Zwang an. Ich wollte das nicht vorschlagen, weil ich gedacht habe, das waren irgendwelche Rituale oder so. Nein, das waren Untote. Nein. Ich habe Geschichten gehört. Gruselig. Rituale machen höchstens die Magdalenata. Ach, vor Elena kann man schon Angst haben, doch, ja. Ja, einige Soldaten erzählen sich Geschichten von einer Amazonen-Assassinin im Camp. Ja, die habe ich auch gehört. Naja, immerhin lassen sie mich dann in Ruhe. Und die Leder wird sich halt dann, nachdem sie sich das alles trocken gemacht hat, sauber hat, die Rüstung halbwegs ziemlich, also sehr, sehr gerade und aufrecht gehen und Astanio da begleiten. Das ist schon ein Anblick da. Sie ist zwar nicht ganz komplett gerüstet, weil ihr das Ketten empfiehlt, aber das merkt man nicht. Sie geht da sehr stolz und selbstbewusst dann doch lang. Die eine Aufgabe. So einen halben Schritt hinter Astanio, der von Illurion, denke ich mal, lieber Illurion dann geht. Astanio wandelt auch ziemlich gerade durch die Zelte. Und hat so ein bisschen seinen adeligen Schneid wieder, den er eigentlich hätte haben sollen all die Jahre. Und auch ein bisschen leicht die Nase nach oben. So wie man es halt von Adeligen kennt. Während ihr den Platz irgendwann nach dem Frühstück dann betretet, der zwischen den Zelten ist und dem ihr gestern so viel Spaß hattet, hat er sich nun völlig gewandelt. Man hat den Platz, wo das Feuer war, überbaut mit einem kleinen Podest, in dem zwei Pfähle hangen.
Außerdem stehen oben auf dem Podest vor den Pfählen 4 thronartige Stühle. Darauf sitzen, als ihr kommt, schon, nicht, dass ihr ihn erkennen würdet, aber auf einem besonders hergerichteten Stuhl. Nur Jandrik wird ihn, glaube ich, erkennen. Gernot von Mersingen, den Markgrafen. Zu seiner Linken Perdan, den ihr alle kennengelernt habt, glaube ich. Dann sitzt da noch Halike Rattel. Und in ganz in weiß mit einem goldbestickten Sonnensymbol Okurian Berlingard. Der Kommandant der Sonnenlegion. Man weist euch einen Tisch zu mit 2 Stühlen, mehrere Soldaten und Magier und Geweihte sitzen schon rund in einem Rund, während ihr da reinlauft und sind als Zuschauer quasi da. Sieht so aus, als ob das ganze Camp, naja, diejenigen, die nicht mit Abbauen beschäftigt sind, zumindest die höher gestellten, man sieht sehr, sehr viele Offiziersabzeichen, dem ganzen Schauspiel beiwohnen wollen. Astanio entdeckt auch mehrere Magier mit Hüten und Robe unter den Zuschauern. Astanio atmet einfach ganz tief durch. Ja, man weist euch den rechten Tisch zu. Lene wird sich schräg hinter Astanio hinstellen und sich auch nicht hinsetzen. Da gehört er dann Jandrik hin, gegebenenfalls. Auf der linken Seite nimmt ein stämmiger, hochgewachsener Mann Platz, den ihr alle noch nicht gesehen habt. Ein Zeremonienmeister aus dem Dienerschaft des Praios tritt hervor und stellt alle Anwesenden und vor. Das Tribunal von Mersing, Erdan, Okurian, Talike, den Verteidiger Jandrik Eichblatt und den Angeklagten Astanio Armano zu Janisberg und in Vertretung für die nicht anwesend sein könnenden Truppen aus Beilung als Ankläger für Fahnenflucht und Desertation für die Angst vor dem Feind tritt der Kommandant der kaiserlichen Truppen zu Galys auf. Busenhold von Ox, sein Name. Der Zeremonienmeister gibt direkt dem Ankläger das Wort und in einem an einem staccato-mäßigen Soldatensprech zählt er detailgleich, wie aus einem Buch zitiert, die Vergehen von Astanio auf, ohne auf irgendwelche Randbedingungen einzugehen. Das Tribunal nickt und es geht kurz auch ein Gemurmel durch die Zuschauerschaft. Der Praios-Geweihte, der in der Mitte steht, wendet sich Jandrik zu. Wir haben heute nicht sonderlich viel Zeit und dieses ist ein Schnellprozess, da wir heute noch abreisen müssen. Ihr habt gehört, was dem Angeklagten zur Last gelegt wird. Ich nehme an, ihr habt eine etwas ausführlichere Erwiderung auf die Anklagepunkte der Fahnenflucht, der Furcht vor dem Feind und dem Niederlegen der Ehre der Stadt Beilung. Ich
erhebe mich und schaue einmal kurz in die Runde. Ich schaue zu meinen Gefährten. Dann blicke ich kurz Astanio an. Dann schaue ich zu den vier Leuten, die da sitzen. Ja, das ist so. Als das alles passiert ist, vor, was, 20 Jahren, da war ich ein Baby. Ein schreiendes kleines Baby. Aber selbst ich habe damals eine Sache schon verstanden. Ich habe verstanden, dass die Welt im Chaos war. Denn ich habe in dieser Zeit als kleiner Junge wegen dieser und ähnlicher Schlachten mein ganzes Leben verloren. Meine beiden Eltern sind gestorben beim Überfall auf die Rabenmark. Und ich hatte nur sehr viel Glück, von dort wegzukommen. Ich habe dort nicht gelebt. Ich habe auf meiner Reise vor kurzem Leute kennengelernt, die seit langer, langer Zeit dort in diesen schrecklichen Landen leben. Mutige Leute, die in dieser Zeit niemals den Glauben an die Götter verloren haben. Niemals wirklich. Zu diesen Leuten... Und Ox springt auf. Wer sagt das? Wer sagt was? Dass sie im Glauben an die Götter noch leben. Ich zeige in Richtung Wall. Das sagt der Wall, der eingestürzt ist. Aber das ist vielleicht eine andere Geschichte, die Sie mir hier sowieso nicht glauben werdet. Was ich weiß ist, dass Astanio von, wie heißt er nochmal? Astanio Amano zu Jannisberg. Dass Astanio Amano von zu Jannisberg in seinem ganzen Leben niemals ganz, vielleicht fast, aber niemals ganz den Glauben an Braios verloren hat. Vielleicht in der letzten Zeit sehr knapp, aber wäre dieser Glaube nicht fest in ihm, wäre er nicht wahrhaft und richtig ein Anhänger der zwölf Götter, dann stünde ich heute nicht hier. Ja, er mag vor 20 Jahren im Angesicht einer verlorenen Schlacht, einer Schlacht, die ihm alles genommen hat, die ihm seine Freunde genommen hat, seine Geliebte genommen hat und seine Ehre genommen hat. Da mag er das Gefühl gehabt haben, dass er es nicht wert ist, weiterzuleben, dass es nicht wert ist, weiter zu kämpfen, weil er ein melodramatischer Spinner ist. Deswegen hat er das geglaubt. Aber nicht, ganz sicher nicht, weil er feige war. Wer diesen Mann feige nennt, hat keine Ahnung, von was er spricht. Denn ich bin in den letzten 5 Tagen durch die Ostrabenmark mit diesem Mann und seinen Gefährten gereist. Und seine Fähigkeiten und sein Mut waren das absolut Einzige, was uns am Leben gehalten hat. Denn sind wir mal ehrlich, ich alleine hätte das ganz bestimmt nicht geschafft. Ich habe nämlich keine Ahnung, von was ich rede. Möglicherweise wissen Sie, dass es dort Bäume gibt, die Leute fressen. Mich beinahe. Dank Leuten wie Astanio, dank seinem Mut und seiner Kraft und seiner unfassbaren magischen Fähigkeit sind wir bis zum Wall gekommen. Und dank seinem Glauben an die Götter, und jetzt hebe ich die Hand und zeige den Braios-Ring, der hier in diesem Ring bewiesen ist, den er mir gegeben hat im letzten Moment, damit ich geschützt bin. Dank diesem Ring konnte ich, was immer dort in diesem schrecklichen Ding sich befindet, zerstören oder zumindest schwächen. Also wie kann ein solcher Mann nicht mehr an die Götter glauben? Ukurian steht auf, schaut Astanio mit einem eindringlichen Blick an, zeigt mir den Ring. Ich trete vor und ziehe ihn ab und lege ihn ihm hin. Ich will ihn aber wieder. Der Praios-Diener nimmt den Ring, wiegt den so in der Hand, schaut ihn sich von allen Seiten an. Ihr seid ein gläubiger Anhänger des Herrn Praios, Astanio Amano zu Jannisberg?
Das wohl. Ihr wandelt im Licht und unter der Gnade des Götterfürsten? Wer wandelt unter der Gnade des Götterfürsten? Wer kann das wirklich von sich selber behaupten? Aber ja, ich versuche nach seinen Lehren zu handeln. Dann verratet mir, warum ihr die Ordnung im Chaos, wie euer Verteidiger es nannte, verlassen habt. Die Ordnung. Welche Ordnung? Nun, eine Ordnung, wie wir in dem alle wissen, ist die Stadt Beilung nicht gefallen. Nein. Aus Gnade des Götterfürsten. Sie ist ein leuchtendes und strahlendes Beispiel dafür, was Glaube anrichtet. Ich tue mich schwer damit, jemanden, der diese Stadt, diesen leuchtenden Stern, diesen hellen Fleck in der Dunkelheit verlässt, für einen wahren Diener zu halten. Also sagt mir, warum habt ihr die ordnende Kraft des Praios verloren und verlassen? Und haltet doch fest an einem Zeichen des Götterfürsten. Wie hattet ihr gehandelt? Versetzt sich doch mal in meine Lage. Ich vermute nicht nur. Ich bin mir ziemlich sicher. Und Astanio steht von seinem Stuhl auf und wirkt plötzlich sehr standhaft. Hättet ihr es ausgehalten, keine Magie anzuwenden, weil euch so befohlen worden ist? Madas Frevel ist gegen die göttliche Ordnung und das wisst ihr. Das wohl. Ah, das Frevel hat es erst möglich gemacht, dass die dunklen Truppen die Ostrabenmark einnehmen konnten. Gut. Sag das doch allen anwesenden Magiern hier ins Gesicht. Das tue ich. Ah, das tut ihr. Dann sagt mir, ist es Praios Wille, dass durch Nichthandlung seine stolzesten und seine verdammt nochmal ehrlichsten Truppen sterben? Ich wiederhole mich. Der Götterfürst selbst hat dafür gesorgt, dass Beilung nicht fällt. Ja, er hat dafür gesorgt, dass Beilung nicht fällt. Nachdem meine Truppen das Haupttor verteidigt haben, nachdem ich das Haupttor verteidigt habe. Und dann, erst dann sangen die Choräle, erst dann war die Schlacht vorbei und erst dann habe ich meine Sachen gepackt. Und keine Sekunde früher. Von Ochs wendet sich an von Mersingen. Es ist keine Ausrede, nach getanem Auftrag nicht zu seiner Armeetruppe zurückzukehren. Es steht einem Offizier nicht an, seinen Platz zu verlassen, selbst wenn er sein Regiment verloren hat. So will es die Ordnung, sagt Ukurian. Und die Ordnung ist gegeben vom Götterfürsten und das muss er als gläubiger Praios-Diener wissen. Ich gehe davon aus, und er wendet sich zu Halike, dass die Akademie Schwert und Stab, nun zu Gareth, in ihrer Ausbildung der mit Madas Frevel besudelten Menschen auch darauf achtet, dass sie die Ordnung einhalten. Alike hebt so die Hände. Ich denke, es ist hier nicht zur Diskussion, ob jemand Magie ausüben kann und in welcher Weise und wie eine Akademie ihre
Auszubildenden behandelt oder was ihnen beigebracht wird. Ich denke, das könnt ihr ein anderes Mal mit dem Vorsitzenden von Schwert und Stab zu Gareth besprechen. Ich hörte, er ist ziemlich zugänglich für solche Gespräche. Okurian setzt sich. Nun gut. Die Schlacht war also geschlagen und ihr hattet euren Auftrag erfüllt, Astanio. Amano zu Jannisberg. So ist es. Und ihr dachtet, danach könntet ihr gehen. Ich denke, das ist das, was hier niemand so ganz versteht. Vielleicht kann ich da noch einmal etwas sagen, nachdem ich ihn jetzt einige Tage kennengelernt habe und glaube zu verstehen, wie er denkt. Er dachte nicht, er kann gehen. Er dachte, er muss gehen. Er dachte, dass er es nicht mehr verdient hat, in Kurkum zu sein. Er dachte, dass er alle Beilung. Er dachte, dass er es nicht mehr verdient hat, in Beilung zu sein. Er dachte, dass er alles verraten hat, für das er steht. Er hat seine Freunde verloren und er hat seinen Glauben an sich selbst verloren. Das Weggehen war keine Flucht. Das Weggehen war seine Strafe. 20 Jahre lang in einer Hölle zu leben, wo es Bäume gibt, die einen fressen können. Das war seine Strafe. Sie können ihn jetzt bestrafen. Sie können mit ihm machen, was sie wollen, aber sie werden keine Strafe finden, die schrecklicher war als das, was sich er selbst schon angetan hat. Von Ox wendet sich an Jandrik, dann zu Astanio. Es ist nicht an einem Hauptmann, die Strafe selbst zu wählen. Ist euch das bewusst, Herr von Jansberg? Das ist mir bewusst. Alike Rattel steht nochmal auf. Ich möchte dazu sagen, dass wir in einer außerordentlich einer einzigartigen Situation hier sind. Wir sind an einem Scheideweg. Wir wollen die Ostrabenmark einnehmen und den Nekromanten aus ihren blutigen Klauen reißen, nicht wahr? Ich denke, die Zustimmung der Nickenden hier sagt einiges. Dieser Mann hat fehlgehandelt. Auch ich sehe das momentan so. Aber er ist ein Magier. Und auch wenn ihr, Okurian, ihm das sogar noch strafverschärfend auf seinen Strafkatalog hier draufrechnen würdet. Wir brauchen Menschen wie ihn, die Schrecken der Ostrabenmark kennengelernt haben, die unter ihnen gelebt haben, die sie genau kennen. Ich und meinesgleichen können mit den Nekromanten sicher umgehen, aber um wie viel besser könnte es jemand, der unter ihnen gelebt hat? Wir verwandeln jemanden in eine Waffe für uns, für die Ordnung. Wir ziehen ihn zurück in die Ordnung. Wir gliedern ihn wieder ein in die Kette und sorgen dafür, dass er wieder in Praios Licht wandeln kann und die dunklen Zeiten vergessen mag. Ist das nicht das Willen des Herrn Praios selbst? Wir Magier leben ständig mit dem Fluch der Marder. Das ist eine Belastung. Davon wisst ihr, Okurian, ziemlich wenig. Gewäsch, Magiergewäsch.
Ich möchte, dass das positiv als Möglichkeit in Betracht gezogen wird. Eine Zurückeingliederung ist in der jetzigen Situation sicher hilfreicher als eine Ausgliederung endgültig. Wir sollen uns ein faules Obst an den Baum zurückhängen. Und Perdan steht auf. Moment, bei Obst kenne ich mich ja am besten aus. Obst kehrt nicht wieder zurück an den Baum. Das ist ein sehr, sehr komisches Bild. Aus einem abgefallenen Apfel, der verrottet, wächst ein neuer Baum. Alikem faltet die Hände. Ein hervorragendes Bild. Was soll uns das denn jetzt sagen, meint Okuria. Wollt eine Ordnung neben der Ordnung des Praios aufbauen? Nein, 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 so habe ich das gar nicht gemeint. Ich meine nur, ein zweiter Baum, eine zweite Chance. Ich sehe das ähnlich wie meine Kollegin. Jetzt macht ihr schon gemeinsame Sache hier. Dann mischt sich Gernot von Mersingen ein. Könnten sich das Tribunal einmal etwas zurückhalten und sich eher mit der Sache beschäftigen? Von Ox. Die Anschuldigung war die Fahnenflucht und die Angst vor dem Feind. Die Flucht vor dem Feind. Zumindest die Flucht vor dem Feind, könnte ich aus den Aussagen herauslesen, war nicht gegeben. Von Ox verschränkt die Arme. Ich bin immer noch nicht überzeugt. Wir wissen niemanden, der das wirklich bestätigen kann, weil niemand dabei war. Wir brauchen einen vielleicht Fürsprecher. Und diesem Verteidiger hier, wenn er sagt, er ist mit ihm befreundet und war mit ihm 5 Tage lang unterwegs. Nun, ein durchtriebener, abfälliger Nekromant könnte vielleicht täuschen. Von Mersingen schaut Astanio an. Wer kann von euch bürgen? Und warum sollten wir den Worten Glauben schenken? Astanio sucht in der Menge nach seinen Gefährten. Lena steht schräg hinter dir. Die muss ja auf dich aufpassen. Und Astanio zeigt stumm. Alike löst ihre verschränkten Hände. Hervorragend. Eine ehrenhafte Streiterin der Rondra. Also von Ox, wenn ihr das Wort einer Rondra-gefälligen, lebenden und ihr gesamtes Leben der Rondra-geweihten Frau nicht ernst nehmt, dann kann ich euch wirklich nicht helfen. Bei Rondra, bittet vor. Wer immer ihr seid. Ich bin die Lena von Kurkum. Ein Raunen geht durch die Menge. Und ihr seid Anhängerin der Leuen. Das bin ich. Schon mein ganzes Leben. Und ihr kennt diesen Mann. Ich kenne ihn. Ich würde ihm jederzeit mein Leben anvertrauen. Und ihr würdet für ihn bürgen? Das tue ich. Würdet ihr bei der Leuen schwören? Ja. Dann tut das. Und Elena zieht den kleinen Dolch.
Jetzt kann ich den Dolch nicht ziehen. Doch, zieht den Dolch und stellt sich so und nimmt die Hand, die in der Armschlinge liegt, und zieht dann den Dolch drüber. Das schwöre ich bei der Leuen. Schickt den Dolch wieder weg und hat ihn. Möge sie meine Zeugin sein. Dieser Mann mag zwar Fahnenflucht begangen haben, aber all die Jahre stand er treu zu Praios. Und er hat auch sein Wissen weitergegeben in der Ostrabenmark. An Kinder, also nicht über die Zwölfe, aber er hat sie trainiert, war immer besorgt um das Wohlergehen anderer, sich nie um sich selbst gekümmert, sehr selten. Er hat außerhalb einer Magierakademie neue Magier ausgebildet? Nein, er hat seine Kampffertigkeiten ausgebildet. Er hat bis zu unserer Abreise war niemandem bekannt, dass er ein Magier ist, außer mir. Wir haben 11 Jahre kennen wir uns schon. Wir haben 11 Jahre zusammen in der Ostrabenmark zusammen verbracht. Und Ox nickt. Perdan steht auf. Ich weiß, einer der Gefährten dieses Angeklagten ist Mitglied des Drei-Schwestern-Ordens. Bruder Osko, würdet ihr gerne vortreten? Osko nickt und steht auf und tritt hervor. Nun, mögt ihr mir erzählen, Bruder Osko, wie der Alltag mit dem Herrn Astanio Amano zu Jannisberg vonstatten ging und als aufrechter Novize der Poreine habt ihr, wie ich hörte, dafür gesorgt, dass der Glaube an die Zwölfe aufrechterhalten wird. Welchen Teil hat dieser Mann dazu beigetragen? Habt ihr ihn beobachten können bei Anbetung des Praios? Das habe ich. Doch, um auf eure erste Frage zurückzukommen, strukturiert lief der Tag ab mit Herrn zu Jannisberg. Jeden Morgen weckte er die Kinder, nahm sie zu sich und lehrte sie, sich selbst zu verteidigen in einer Welt, in der es nötig war, sich einiger Gefahren zu erwehren. Er nahm sie bei sich auf, war wie ein zweiter Vater für sie. Er brachte ihnen bei, was wichtig war. Und nach getaner Arbeit, wie es sich Pereine gefällig gehört, kam er zu mir. Ich führte einen kleinen Laden, der des Tags für die Anwesenden des Dorfes für Speis und Trank zur Verfügung stand. Und des Nachts, wie es für uns dort üblich war, öffnete ich die Tore und Tür zu einem kleinen Raum, in dem Herr zu Jannisberg jeden Nacht seinem kleinen Schrein erneut zurückkehrte und den Herrn Praios anbetete. Nacht für Nacht. Jahrelang. Von Mersingen lehnt sich zurück und schaut Richtung Jandrik. Ich schaue zurück, offensichtlich nicht ganz sicher, was von mir gerade erwartet wird. Gibt es noch etwas, was die Verteidigung vorzubringen hat? Ich denke, das meiste ist gesagt worden. Von Ox, habt ihr noch etwas vorzubringen? In der Tat. Astanio Amano zu Jannisberg, ihr gesteht also ein, nicht euren Pflichten als Hauptmann nachgekommen zu sein und zurückgekehrt zu sein zu eurem Regiment. Zumindest letzteres gestehe ich ein. Und ihr beschwört, dass ihr den Glauben an den Herrn Praios niemals fallen gelassen habt. Zu keinem Zeitpunkt. Ich schwöre. Ukurian verzieht die Augen. Mustert Astanio.
tritten sie vor. Astanio Amano zu Jannisberg. Astanio tritt vor mit festem Schritt. Euer Ring. Er reicht dir den Ring. Und Astanio nimmt den Ring und steckt sich ihn an die rechte Hand. Dort, wo sein Magiersiegel sitzt. Kehrt zurück zum Tisch. Das Tribunal wird sich zurückziehen zur Beratung. Es kommt Rumoren in die Menge und ja, die Gespräche fangen jetzt an, als sich die Praios-Geweihten und die anderen hohen Tiere zurückziehen. Von Ox, Jandrik und Astanio werden da stehen gelassen, quasi. Ja, Lena tritt an, an Astanio ran, legt die Hand auf die Schulter. Lief doch gar nicht so schlecht, fand ich. Astanio blickt dich an. Es lief mittelmäßig. Und es lief auch nur mittelmäßig, weil, und er schaut zu Jandrik, ich einen guten Verteidiger habe. Da muss ich dir recht geben. Also das nächste Mal, wenn du verurteilt wirst, weil du irgendwelche Schandtaten vor 100 Jahren gemacht hast, such dir bitte Osko als Verteidiger aus. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das nochmal durchstehe. Illurion stellt sich neben Astanio und meint, zumindest Schneid hast du. Einem Hauptmann der Sonnenlegion ins Gesicht zu fluchen, das hätte sich nicht jeder getraut. Ich habe nur die Hälfte mitgekriegt. Und Astanio löst seinen Ring von seiner Hand. Ich habe gesagt, dass ich dieses Ding dir vermache. Es ist deiner. Du wirst ihn noch brauchen. Dann nehme ich ihn in Verwahrung, unter einer Bedingung. Wenn ich da draußen abkratze, nimmst du ihn mit. So machen wir es. Aber du wirst nicht abkratzen. Dafür bin ich ja hier. Ganz ehrlich, du solltest ihn zumindest, bis wir hier weg sind, wieder noch am Finger lassen. Gut. Und Astanio steckt sich den Ring wieder an den Finger. Nach einer Zeit kommt das Tribunal zurück. Und Gernot von Mersingen erhebt sich. Höret die Entscheidung des Tribunals. Im Namen der Rabenmark spreche ich folgendes Urteil. Astanio Amano zu Jannisberg wird schuldig befunden, sein Regiment verlassen zu haben. Die Strafe dafür ist aufgrund der mildernden Umstände sechzig Peitschenhiebe. Des Weiteren wird ein Ausschluss aus der Magiergilde beantragt. Für die Magiergilde hat Halike Rattel diesen Antrag abgelehnt. Unter einer Bedingung. Unter der Bedingung, dass Astanio Amano zu Jannisberg in das Regiment zurückkehrt. Nicht in das Regiment zur Beilung,
sondern in unser Regiment. Nicht als Hauptmann, sondern als einfacher Soldat. Und seinen Dienst unter der Offiziersschaft von Halike Rattel im Sinne eines Magiers vollrichtet. Akzeptiert ihr diese Strafe, Astanio Ayano zu Jannisberg? Das tue ich. Dann wird die Strafe sofort vollstreckt. Führt den Gefangenen hinauf. Und erst bevor er abgeführt wird, sagt er zu Elena und Jandrek, das müsst ihr euch jetzt wirklich nicht ansehen. Hatte ich nicht vor. Denkst du, ich lasse dich von irgendjemand anders aus der Meer hochführen? Lena und die Lena, wenn das okay ist. Ich bin beauftragt, dich zu führen, dann bringe ich dich da jetzt hin. Die Lena wird Astanio da hoch begleiten. Du kannst ihn nicht festbinden, also brauchst du noch irgendjemanden, der ihn dann festbindet. Werden Henkers Leute sein, die ihn da festmachen zwischen den Pfählen. Lena tritt dann 2-3 Schritte zurück, bleibt aber dann in der Nähe stehen. Der Rücken von Astanio wird natürlich entblößt. Das heißt, er steht mit freiem Oberkörper zwischen den Pfosten angebunden. Und dann knallen die Peitschenhiebe. Astanio verzieht keine einzige Miene. Elena auch nicht. Und mit dem Peitschenknallen und dem Geräusch des Auftreffens des Riemens auf die Haut verlassen wir die Rabenmark für heute. Uh. 60 Peitschenhebel ist schon ordentlich. Aua, aua, aua. Wenn der Henker richtig durchzieht, das tut weh. Ja, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Aber ehrlicherweise, wundere mich jetzt ein bisschen, dass ich nicht aus dem Militär ganz ausgeschlossen worden bin. Deal ist Deal, ne? Du bist unter die Fuchtel von Frau Rattel gestellt worden. Ja. Sehr gut. Ja, wir haben das Verfahren ein bisschen gerafft, weil wir schon über die Zeit sind, aber wollte dieses hervorragende Rollenspiel zwischendurch einfach nicht unterbrechen, das wir vorher hatten. Das war auch, glaube ich, ganz schön nötig so. Zumindest ist Astanio dann, in was diese Sache geht, reingewaschen. Mal schauen, was es irgendwie noch nach sich führt. Zumindest hast du dir in Okurian keinen Freund gemacht. Aber das ist auch schwer, glaube ich. Ja. Freund mit den Prioten ist echt schwer. Als Magier? Als Magier sowieso. Auch es gibt auch freundliche Prioten. Ja, und freut mich, dass ihr mitgemacht habt. Freut mich da draußen, dass ihr dabei wart. Da kommt der Asrael reingeschneit. Nabend, sagt er. Scheint der abgesankt zu sein, schade. Ja, wir haben es schon überzogen, Asrael. Ja. Aber man kann das alles schön nachhören im Spotify-Podcast. Genau. Oder bei Koali auf dem YouTube-Kanal, wie man möchte. Und wer es nicht erwarten kann, morgen, übermorgen, direkt schon auf YouTube. Zum Anschauen. Genau, ja. Ja, ich hatte besonders Spaß an dem betrunkenen Duo aus Mora und Jandrik. Das war witzig, ja. Der konnte sie sich einmal gehen lassen. Auch wie wir Jandrik aus seiner Trunkenheit wieder herausgerissen haben. Oh ja. Das war mir so leid. Das war ein Scheißtag für Jandrik. Ja, sowas von. Aber die Götter wollten nicht, dass er sich an Mora ranmacht. Sichtlich nicht. Schön, wirklich wunderschön. Ah, ja. Okay, ja.
Das war die 9. Folge. Aufgrund des sehr fortgeschrittenen Zeit quatschen wir jetzt nicht mehr so viel, glaube ich, so viel weiter. Vielen, vielen Dank da draußen, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an euch, dass ihr mitspielt immer wieder und diese Runde zu irgendwie einer echt schönen Sache macht. Ich hoffe, ihr habt auch... Danke dir. Ja, danke dir fürs Meistern. Danke dir fürs Meistern. Und ich schicke euch jetzt nochmal weiter. Das habe ich beim letzten Mal schon wieder vergessen, als wir Philiasson gespielt haben. Mal schauen. Wo kann ich euch denn vernünftig hinschicken? Ich muss mir da mal irgendwie was ausdenken, wie man das vernünftig hier hinkriegt. Ja, unterhaltet mal so kurz die Leute noch, während ich das hier raussuche. Ja, jetzt der Mini-Werbeblock. Jeder sagt einmal, wo man uns finden kann. Gute Sache, haben wir ganz vergessen. Stimmt. Ja. Mini-Werbeblock. Man findet die Elanor auf Instagram. Ja, auf Instagram. Ich habe da tatsächlich einen kleinen Instagram-Account, wo so ein bisschen verschiedener Content kommt, nicht nur Rollenspiel-Content. Ja, auch so ein bisschen von meinen Backkünsten oder wenn ich mal unterwegs bin, schöne Bilder. Schaut mal vorbei, wenn ihr mal abwechslungsreich haben wollt. Ich halte euch auch immer auf dem Laufenden mit dem Titel der neuesten Episode, die dann kommt. Das heißt, ich poste Werbung für unsere Runde hier. Schaut vorbei. Ich freue mich. Man findet den Jandrik, beziehungsweise den Marot, der hat eine Homepage, rollenhörspiele.de. Ja genau, Rollenhörspiel.de, da mache ich immersives Rollenspiel, ähnlich wie das hier. Ein bisschen anderes System und ein bisschen andere, also wenig DSA, aber auch DSA. Allerdings zurzeit habe ich viele andere Sachen zu tun, viel L-Sachen, deswegen keine Updates, aber schaut mal auf die Seite, es gibt schon einiges anzuhören da auf jeden Fall. Genau, und den Ozzy findet man auf Twitch. Ja, dann und wann mal. Bei mir geht es eher ins Gaming-Bereich, also League of Legends, wenn sich jemand so etwas antun möchte. Genau, das findet man bei mir. Und den einzig wahren Kako findet man auf Twitch auch. Genau, auch auf Instagram und vermeintlich auch auf Twitter ein bisschen. Aktuell ist es vor allen Dingen Tabletop-Content, da male und bastel ich viel in meinem Atelier und ab und zu wird es auch noch ein bisschen Gaming geben in Richtung von Total War, Strategiespielen. Gerade aktuell ist das sehr heißes Thema bei mir. Die Sierra. Ja, genau. Sierra findet man auch bei Twitch. Ja, auf Twitch, aber eigentlich doch mehr im Moment auf Instagram. Da poste ich viel über bemalte Miniaturen und Miniaturen, die ich noch bemalen will. Manchmal mache ich das auch hier auf Twitch als Stream. Das aber viel zu selten, also ganz vielleicht einmal im Monat. Aber ansonsten, ja, sieht man mich hier alle 2 Wochen als Mora Wallrand. Ja, prima. Dann schicke ich euch weiter an jemanden, der Red Dead Redemption 2 spielt. Das ist auch eine Art Rollenspiel. Viel, viel Spaß. Und lasst schöne Grüße von mir da. Und benehmt euch. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich in 2 Wochen. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Schade. Vorbei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Mach das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.